10 Jahre WoW, wer hätte das gedacht? Wir haben jetzt einen runden Geburtstag und ein richtig tolles Jubiläum. Am 23. November war es soweit. Heute sitzen wir hier zusammen. Neben mir sitzt der Nico. Hi. Gegenüber der Shorty. Huhu. Links der Johann. Grüß Gott. Und ich bin natürlich der Olli. Ja, wir alle vier haben extrem viel Erfahrung mit WoW über die Jahre gesammelt. Und ja, wir fangen einfach mal bei WoW Classic an. Das startete ja am 23. November 2004 in den USA. In Europa ging es etwas später los, am 11.02.2005. Allerdings kannte man ja auch als Europäer schon 2004 in die Beta rein. Wer von euch war dabei? Ich. Shorty, du. Handzeichen erzähl mal. Sind voll gut beim Podcast. Ja, ja, das ist super. Ich höre jetzt auch gerade ein bisschen. Ja, dadurch, dass wir jetzt die neuen Videopodcasts haben, deswegen. Merkst du bitte für nachher, wenn aussehen. Du was sagen willst, vorher den Finger heben, ja, genau. Damit die Leute auch. Herr Lehrer, Herr Lehrer. Gut, Shorty, hau rein. Wann bist du in die Beta reingekommen? Relativ zum Schluss oder eher früher schon? Also relativ zum Schluss. Ich habe aber auch nur ein, zweimal WoW gestartet, weil es mich damals noch nicht so interessiert hat. Da war ich eher noch so in der Shooter-Szene unterwegs. Also Counter-Strike. Und das heißt, du kamst auch gar nicht so von Warcraft 2, doch, 3, die, ja? Die Spiele habe ich natürlich alle gespielt. Und Singleplayer auch, oder Multiplayer auch? Multiplayer, aber halt dann eher so die Mods. Also Tower Defense, Dota, Footman's Frenzy, solche Sachen halt eben. Mhm. Und ich habe dann auch nur ein, zweimal reingeguckt. Dann habe ich gewartet, bis Release war, weil ich bin so ein Mensch, ich mag keine Betas, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Und habe dann mir sozusagen WoW besorgen lassen von meinen Eltern damals, weil ich noch ein bisschen jünger war. Ah, was? Und dann haben sie mir natürlich die falsche WoW-Version bestellt und haben mir die US-Version bestellt. Und ich konnte meinen Account nicht registrieren und war halt am Rumweinen und kam dann sozusagen eine Woche nach Release erst zu WoW. Hat sich also nichts geändert zu heute. Ja. Wine. Bist du gemein? Der ist immer so. Er braucht's doch. Johann, du warst auch dabei in der Beta? Nein, ich kam erst deutlich später dazu. Ich kam erst so, da lief WoW schon ein Vierteljahr knapp und kam dann ein bisschen später rein und war halt total boonig. Also ich war erst mein zweites MMO überhaupt. Was war dein erstes? Kennt man heute gar nicht mehr. Wie hieß es? Irgendwas mit Superhelden. Nicht Champions Online, das kam erst viel später, sondern Heroes Online, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Und ich war eigentlich davor gewohnt, normale Rollenspiele zu spielen und das war eine große Umstellung. Aber entsprechend lang habe ich dann auch gebraucht, bis ich drin war und habe tatsächlich erst ein halbes Jahr vor Ende angefangen zu raiden. Wow, okay, das heißt, aber na gut, für damalige Verhältnisse warst du ein Späteinsteiger, aber aus der heutigen Sicht natürlich bist du quasi schon Urgestein. Ja. Ja. Meine Ähnlichkeit, also ich bin ziemlich zum Schluss der Open Beta halt dazugekommen durch einen Layouter von uns. Der hat da gezockt und ich hatte halt Warcraft 3 und gerade im Battle.net unglaublich viel gespielt. Und da war ich natürlich so schon grundlegend interessiert, aber MMORPGs, ich hatte Asheron's Call schon gespielt. Ich glaube zum Zeitpunkt Star Wars Galaxies war damals relativ neu, da bin ich auch unterwegs gewesen. Boah, ist das lange her. Ja, ich weiß. Ich war eigentlich schon belegt und ich bin ja ein großer Star Wars Fan, also habe ich ja nicht gedacht, dass ein Warcraft-MMO mich jetzt total kicken würde, aber Star Wars Galaxies war doch eher, nun ja, rudimentär am Anfang. Ja, es gab ja noch nicht mal Fortbewegungsmittel. Du musstest alles erlaufen in einem Science-Fiction-Universum. Warst du der Wandersmann? Macht Sinn. Na, total. Ich habe es nie spielen dürfen. Erzähl nicht so viel davon. Haben dir deine Eltern verboten wegen den Lichtschwertern? Oder? Ja, genau. Wegen Phallus-Symbol. Ja, okay. Jedenfalls fand ich das schon ganz nett und habe es mir dann halt auch zugelegt, so wie jeder andere, glaube ich, hier bei uns in der Redaktion und im Verlag. Und ich war dann halt auch in der Nacht dann dabei und es hat mich dann doch schon sehr an den WoD-Launch erinnert, beziehungsweise der WoD-Launch hat mich an den Classic-Launch erinnert. So gegen 1 Uhr kam ich dann rein und konnte dann so halbwegs für ein paar Stunden spielen und die nächsten Tage waren okay. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt bei WoD 80%, gefühlte 80% noch viel schlimmere Erfahrungen hatten. Aber das ist eine andere Geschichte, zu der wir später kommen. Muss man aber dazu sagen, heutzutage sind die Spiele das ja nicht mehr gewohnt. Also wenn heute, man weiß es, ein MMO oder irgendwas anderes, das online ist, startet und es läuft nicht so richtig rund, aber man regt sich trotzdem auf, weil man gewohnt ist, nach ein, zwei Tagen geht's wieder. Ja. Damals war das ja, dass das WoW nicht funktioniert hat, gehörte zum guten Ton. Also so ein Online-Rollenspiel funktioniert halt mal nicht. Dann ist dein WLAN-Stick kaputt. Die Internetverbindungen waren vor 10 Jahren noch nicht annähernd so gut, wie sie heute sind, auch wenn man das immer glaubt. Und ich habe letztes Mal auch geguckt, ich habe bis Ende 2009 tatsächlich 17 Eintages-Spielzeit-Gutschreibungen von Blizzard gekriegt,
weil die Server immer abgekackt sind. Ja. Also Kult der Verdammten, auf dem ich damals gespielt habe, war teilweise das ganze Wochenende nicht erreichbar und da hat sich keiner drum gekümmert. Anfangs schönes Thema. Fast jeden Tag einen Tag dazu bekommen irgendwie, weil dann irgendwas nicht funktioniert hat oder vor allem an Patch-Tagen, also Never Play on Patch Day, das war ja auch so. Nee, total nicht. Nee, also, nee, die Zeit könnte man sich sparen. Ne? Ja. Aber schönes Thema. Du hast deinen Server schon genannt, Johann. Schau dir, auf wem warst du? Was war dein erster Server? Mein allererster Server war Arthas und dann habe ich eine Menge Serverwechsel durch, halt eben durch die Gilden. Sag mal ruhig dazu, PvE, PvP, Roleplay? Nein, nein. Also meistens die PvP-Server jetzt. Ja, Goldhaine. Seit neuerdings bin ich ein bisschen schlauer und spiele auf einem PvE-Server und kann in Ruhe zocken und PvP trotzdem halt noch machen durch die Schlachtfelder. Aber meistens auf den PvP-Servern. Das war halt dann damals auch immer in Stranglethorn. Also, Schlingendontal. Wenn das Thema gerade aufkommt, Kult der Verdammten war und ist ein Rollenspiel-PvP-Server und ich habe mir den auch absichtlich so gewählt, weil damals galt für mich, wenn ich sowas schon spiele, dann möchte ich auch ein bisschen Rollenspiel-Flair. Mhm, ja, euer Gnaden. Ja, genau. Trotzdem sind wir Freunde. Ja. Und das ist doch nicht schon eine große Hürde. Das, ne? Das schminkt man sich aber dann relativ schnell ab, wenn man angekackt wird, weil man über den Rasen läuft, statt auf den Weg zu benutzen. Okay. Vielleicht hätte ich damals Horde-RP machen sollen. Ja, das wäre okay. Da musst du über den Rasen und durch die Geranien laufen. Ja. Alles andere wirst du sonst angekackt. Ich muss den Rasen weg düngen! Zeit fürs Dudo-Emote. Ja. Nee. Also mein erster Server war Lothar, ein PvE-Server. Wir hatten uns hier im Verlag so eine Fünfergruppe zusammengesucht. Wir wollten also zusammen questen und leveln, weil wir halt auch alle Indies zusammen machen wollten. Aber das war mir halt alles zu langsam und vor allem, weil ich ja gerade aus Warcraft 3 kam, dieser PvE-Charakter, so blümchenpflückende Allies neben mir. Ich habe natürlich Horde gespielt, ein Ork-Schaman. Das konnte ich irgendwie nicht ertragen. Mir juckt es immer in der Maus. Hand. Ich wollte sie mal alle umbringen und habe mich dann irgendwann doch abgesetzt und habe dann mit Freunden allerdings auf der anderen Seite angefangen, weil die haben alle gespielt und das waren Leute aus meinem ehemaligen StarCraft und WarCraft Clan. Und dann war ich gezwungen, ich glaube Kel'Thuzad war der Server, PvP dann halt, und dann habe ich mir so eine Nachtelfenjägerin angelacht und die ersten Tage waren geprägt von wilden Hordejagden in irgendwelchen Wäldern. Sehr schön. Ja, die großartigen Gankzeiten, wenn du da stundenlang gegankt wurdest von 5 Freunden, die sich da versammelt haben. Ja, aber es ging ja noch nicht mal. Du hast zwar Punkte bekommen, Ehrenpunkte, aber du konntest ja nichts damit machen. Es ging nur ums Prinzip. Ja, und um den Titel. Vor allem hattest du damals, wenn du gegankt wurdest, echt ein Problem, weil Twinken war damals noch die Hölle. Also es war nicht wie heute, du loggst halt mal schnell auf deinen Stufe 67 Char um, der noch irgendwo rumsteht. Maximal hatte irgendjemand einen Level 10 Char und den hatte man sich mühsam in 15, 16 Stunden Echtspielzeit irgendwie zusammengefahren. Ja, also die Levelphase war im Vergleich zu anderen MMOs damals schon relativ kurz, das muss man auch mal sagen. Also wer EverQuest oder Asheron's Core gespielt hat oder Star Wars Galaxies oder Ultima Online, genau da war die Levelphase ein Witz im Vergleich, aber auch in Relation zu heute war sie natürlich deutlich länger. Ja. Die heftige Phase zwischen Level 50 und 60, wie lange man da gekämpft hat. Oh mein Gott. Ich kann mich noch erinnern, ich habe von WoW Classic habe ich ja selber nichts mitbekommen. Ich bin erst zu PC eingestiegen, aber ich weiß, ein sehr guter Freund von mir damals, der wurde von seinen Eltern angefixt, muss man dazu sagen. Echt? Ja. So was gibt's auch? Ja, oh, das war furchtbar. Die hatten irgendwie 3 Monate Urlaub, keine Ahnung. Die hatten so viel über. Er war sowieso irgendwie, er war krank geschrieben und er war eigentlich selbstständig. Also der konnte nicht und die anderen, die. Naja, auf alle Fälle, es war sehr, sehr amüsant. Ich bin dann irgendwann mal bei ihm gehockt. Er saß natürlich vorm Rechner. Und. Ich glaube, irgendwas Level 56 oder irgendwie sowas war. Und dann siehst du bloß, wie die Tür so einen Spalt aufgeht, das Gesicht von seiner Mom so durchschauen, wie Jack Nicholson in Shining so ein bisschen hatte das was. Ja. Und meint bloß so, Level 59, boah, Tür zu. Und du hast bloß gesehen, wie bei ihm so die Halsschlagader gepocht hat. Ja. Und ich dachte so, das war aber auch hier im Verlag so, das kann ich euch wirklich sagen. Es war das Erste, was du am Morgen gesagt hast, wenn du reingekommen bist, hast Level, deine Kollegen so erwartungsgemäß und jeder hat dann seine Zahlen halt durchgegeben. Und natürlich der am weitesten war, hat sich königlich gefreut. Also ich weiß auch irgendwie, ein Kollege aus der IT, der hatte relativ schnell Level 38, da waren wir alle schon so leicht grün von Neid, ne? Weil der stand ja dann auch vor dem ersten Mount, ne? Wir mussten ja immer zu Fuß laufen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Scarlet Monastery, Scharlachrote Kloster, das war so die Zeit, wo man dann seinen Mount bekommen hat. Von Leveln her, das ist immer noch... Die Vorstellung genug. Alleine, bis man Level 40 waren, verging damals so 3-4 Wochen, wenn du viel gespielt hast. Und so lange warst du zu Fuß unterwegs. Und dann gab es erst das 60%-Mount. Und 60%! Dazu kam noch,
du musstest erstmal das Gold für das Mount, Reitskill war damals für 2 Gold oder so erhältlich, aber das Mount hat halt 90 oder 100 Gold gekostet und das war halt schon schweineteuer damals. Also wenn du nicht irgendwie 2 Farmberufe hattest, hattest du eigentlich verkackt. Haben sie dann später umgedreht, damit sich die Leute mehr Mounts kaufen können. Ja, also ich habe, glaube ich, mein erstes Mount mit Level 48 gehabt. Also bis dahin bin ich zu Fuß gelaufen. Und das war schon, also gerade das, jetzt sage ich es extra shoddy, das Schlingendorntal, das man durchaus mehrfach durchlaufen musste, also das Schlingendorntal, nicht Süderstade, sondern das war schon eine heftige Zeit. Apropos, wo wir auch wieder dabei sind, die Umbenennung. Wir sind alle aufgewachsen mit den englischsprachigen Namen. Es hieß halt nochmal, verdammt nochmal, Ironforge, South Shore, Stranglethorn Valley und was weiß ich was. Und auf einmal so im Laufe von Classic haben sie es dann alles eingedeutscht, egal wie erblödet die neuen Namen klangen. Ganz schlimm. Ich kann mich auch nicht bis heute nicht an Ogrimmar gewöhnen. Als ich noch gespielt habe, hieß das Rider. Give him a chalk, Rider? Rider? Tricks? Kam nicht an, schade. Okay. Nee, aber. Oh, Scheiße. So flach. Habe ich gar nicht erst gesehen. Nico, aber du bist doch auch schon mit Eisenschmieder quasi im WoW aufgewachsen. Hast das aber bestimmt auch genau wie fast alle IF genannt, oder? Ja, natürlich. Wenn du dich irgendwann mal so als kompletter Neuling an die ganzen Abkürzungen irgendwie gewöhnt hast und rausgefunden hast, was das alles heißt. Ich meine, ich war ja bis zu der Zeit war ich ja absolute MMO-Jungfrau und bis heute spiele ich eigentlich auch außer WoW kein anderes MMO, weil ich eigentlich, das ist der Witz, das Paradoxe an der Sache, ich bin eigentlich kein MMO-Fan. Aber WoW ist da halt trotzdem irgendwie, ja, hat es mir halt auch so ein bisschen angetan, aber deswegen war das für mich komplettes Neuland. Also du bist halt WoW-Fan, ja. Ne? So muss man es halt sagen. Aber wie gesagt, natürlich IF und so weiter und so fort. Man musste sich dann halt erstmal dran gewöhnen, dass Eisenschmiede, ja, Ironforge und so weiter. Und ich meine, das kam dann schon alles. Ich meine, die meisten Sachen, die kannte ich halt zumindest aus Warcraft 2 plus Add-on und Ding, ne? Wie Warcraft 3. Aber in dem Zusammenhang muss ich immer an eine Ex von dem mir denken, wenn du so einen Nerd-Talk dann halt angeschlagen hast, gerade mit diesen Begriffen. Und sie stand dann daneben und hörte so zu und sagte dann irgendwann so ganz entsetzt, diese Menschen sprechen meine Sprache, aber ich verstehe sie dennoch nicht. Ah, das war ein bisschen wie bei der Bundeswehr. Das ist nach einer Woche hast du auch Stufz-Ufz und weißt du, der Zweihand-Drei-Seiten-Kipper und... Jetzt sitze ich da und denke mir, weil ich war nie bei der Bundeswehr. Ich auch nicht. Ja. Das ist doch, glaube ich, so wie mit allem, oder? Wenn du dich in so einen besonderen Bereich da irgendwie neu reinkommst, aber da hat die halt seine Eigenarten, das ist ja nichts anderes. Aber jetzt noch an Lagern Sie Frau Meier. Lagern Sie Frau Meier? Ja. Okay. Zivildienst. Ja, sehr gut. Nein, aber wie schnell du dann auch in so eine Parallelwelt-Jargon halt reinrutscht und Leute, die halt nicht drin sind, die langweilen sich zu Tode, wenn du dann mit ihnen unterwegs bist, abends in der Kneipe sitzt oder was weiß ich, oder im Pausenraum und du sprichst nur noch über diese Dinge und das war ja gerade alles damals so neu und für alle so begeisternd. Ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die uns die Pest auf den Hals gewünscht haben. Oder besser gesagt, Blizzard. Besagter Kumpel damals, wie der angefangen hat, der hat mich, wir waren auch zusammen auf der Sprachschule noch und saß neben mir und dann hat er mich jedes Mal zugetextet mit WoW und ich meine, ich kann es bloß vom Namen her und so weiter und ich meine, es war ja damals dann auch so die Zeit, wo dann die ganzen Klischees schon auf die Welt kamen, so mit wegen WoW zerstört Leben und bla und er hat ja echt über nichts anderes geredet und da wusste ich auch nicht, was er mir erzählen will, wenn er sagt, er braucht jetzt noch 5 Gold fürs Mount und ich sag so, halt doch die Fresse. Halt doch. Das ist, und wenn du dann selber damit anfängst, dann merkst du natürlich erstmal, wie du da reinrutschst und dann kriegt das Ganze ein völlig neues Gesicht und es macht plötzlich alles Sinn. Das ist halt wie bei jedem anderen Menschen, der auch über sein Hobby gerne redet, halt, wenn jemand gerne Boot fahren geht oder was oder angeln geht, redet da auch viel drüber. Kommen wir mal drauf. Hast du ja die rausgesucht? Jo, ich angeln kann. Was? Ja. Du hörst mit dem Finger auf mich zu zeigen. Doch, ich zeige auf dich. Ich kann mich alleine durchsetzen. Nein. Ich bin schon groß. Was ich da relativ interessant finde, ist, dass die ganzen Abkürzungen. Auf mit dem Finger auf mich zu zeigen. Dass die ganzen Abkürzungen auch heute noch aus dem Englischen stammen, obwohl alles übersetzt ist. Also zum Beispiel, niemand schreibt, wenn er für die Schlacht um Ogrimmar sucht, dann schreibt niemand S-U-O. Alle würden sich fragen, ob der irgendwie einen an der Waffel hat. Ja. Aber es ist S-O-O, wohl Siege of Ogrimmar. Ja, aber das ist ein paar habe ich schon gesehen. Die haben alle einen an der Waffel. Alles natürlich. Ja, gut,
Aber jetzt haben wir mal so diese Levelphase hinter uns und Level 60, ich meine, das ist ja nicht so gewesen wie heute. Wenn man die Maximalstufe erreicht, dann ist im Warlords of Draenor, dann ergeben sich halt unheimlich viele Möglichkeiten. Du kannst mit der Garnison was machen, du kannst halt die HCs in die farmen, du kannst deine Pet Battles machen, du kannst, keine Ahnung, Raiden natürlich gehen, sobald sie jetzt offen sind. Und damals war es aber irgendwie etwas anders. Du warst Level 60 und was war dann? Dann konntest du Dungeons machen und wenn du die ungefähr 4 Wochen lang gemacht hast und wirklich jedes Tag gekriegt hast, dann konntest du wie heißen sie? Raids machen. Genau. Raids machen, genau. Das Tier 0 Set noch damals. Oh, okay, das Tier 0,5. Boah, das war auch, das war auch richtig klasse. Ja. Ja, aber das war, aber hat mich so genervt, weil das Tier 0,5 hat so gut ausgesehen und ich hatte aber bis dahin schon einige Teile vom Tier 1 Set und das hat dann vom Aussehen her nicht mehr zusammengepasst und das hat mich dann so aufgeregt. Ja, ich war in der Zeit leider heterosexuell. Und nee, es die 0,5 Set, ich hatte lange kein Red, wie gesagt, ich habe erst ein halbes Jahr vor Ende Klassik angefangen und habe deswegen tatsächlich den Großteil vom T0,5 Set gefarmt. Das wurde damals nachträglich eingefügt, damit sich die Leute ohne Raid auch ein teilepisches Set bauen können. Ja, aber das in 0 waren mitnichten episch. Nein, das war ein Dungeon-Set. Das gab es in Dungeons und schon das war unglaublich schwierig zu finden. Ja. Weil es waren 8 Teile dieses Sets. Es gab jedes nur bei einem Boss und der musste das erstmal droppen, weil er hat 65 andere Teile gehabt für die. Dazu habe ich eine kleine Geschichte und zwar habe ja Elemesh-Schamane gespielt. Dann später, also ich bin von den Alis dann wieder zu Horde gewechselt. Ich musste Healer spielen. Nee, Schamane, zack. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir zu den Raids kommen. Jedenfalls bin ich dann auf Kill Jaden gelandet schlussendlich, auf dem PvP-Server. Das war dann so 2005 im Herbst und habe dann den hochgezogen und bin dann halt auch losgegangen, um mein Tier 0 und 0,5 Set halt dann zu farmen. Und da gab es ja den Kilt der Elemente in der Upper Blackrock Spire, kurz UBRS, ne? Mit Drakisat, General Drakisat. Ich war das allererste Mal drin. Das war noch eine Zehnergruppe damals, ne? Und da sind ja die Schulterstücke gedroppt. Und da war ein zweiter Elementarschamane dabei. Und der hatte die schon. Und dann hat er gesagt, hier, zack, du. Ne? Und ich habe mich gefreut, wie ein König. Ah, erste Mal drin, Schultern. Und dann hat Drakisat den Kilt der Elemente gedroppt. Das war das Oberteil, ne, für den Uhr. Und da ich ja schon die Schultern hatte und der andere Schamane wohl schon häufiger drin war und jetzt das erste Mal die Chance drauf hatte, war ich natürlich generös und habe gesagt, nimm du die, ich bin ja sicherlich ein paar Mal drin hier. Das war ein Fehler. Ja. Ich war überschlagen locker 30 Mal in dieser scheiß Instanz mit Random Groups, mit festen Gruppen. Random Groups oftmals noch nicht mal Drakisat gelegt bekommen, weil die Leute zu doof waren, ihren Job zu machen. Und selbst an das eine Mal, wo es, glaube ich, gedroppt ist, hat es mir dann anderer Schamane weggewürfelt. Ne? Und ich habe das Ding nie bekommen. Und ab dem Punkt war ich vom Itemfarm in Instanzen total geheilt. Der Offtank damals unseres MC-Raids hat ein geschlagenes Jahr lang, bis direkt vor Raggi, Pala-Brust getragen. Er war kein Pala, weil damals waren alle Tanks Krieger. Mit Wedel drauf, konnte die nicht brauchen. Und er war geschlagene 100 Mal bei General Drakisat und hat weder eine Brust im Raid gekriegt, noch jemals die Kriegerbrust bei Drakisat. 100 Mal, ey, das ist meine Schmerzgrenze, war da schon lange überschritten gewesen. Der wollte die halt unbedingt haben. Und es gab halt damals noch keine ID-Dings, also... Ja. Ja, und dann kam Burning Crusade und 5 Minuten später war er grün equipped und die mit den besseren Sachen, ne? Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir gleich nochmal zu. Kommen wir nochmal zum Schluss von WoW Classic zu den ganzen Raids, denn zum Spielstart in den USA gab es den geschmolzenen Kern und schon Onyxia. Also es hält sich ja die Legende, dass WoW ohne Raids gestartet ist. Weil manchmal bei moderneren Spielen, die halt auch mit ohne Raids dahergekommen sind oder mit nur wenigen Raids, ja, WoW damals hat ja gar keine. Das ist Quatsch. Am 23.11.2004 konnte man theoretisch in den Molten Core gehen und Onyxia nur mit Level 1 war es ein bisschen doof. Ja. Das hat also ein bisschen länger gedauert. Am 12.07.2005, also über ein halbes Jahr später, kam dann WWL, auch Pechschwingenhort für dich, Shorty, mit Patch 1.6. Wir haben ja gerade schon mal gehört, wolltet ihr sofort raiden? War das euer Ziel oder war das eher so, dass sich das zufällig ergeben hat? Natürlich. Also ich wollte sofort raiden und ich wollte eigentlich immer Schaden machen, aber ich durfte nie Schaden machen, weil ich war ja Schamane und Schamanen waren damals alle Heiler. Alle Heiler, ja. Alle. Kenn ich. Alle. Sulgurup, 4. Heiler von links. Ich hatte das komplette Ele-Gear ready. Mein Heiler-Set war gerade noch so halb ausgestattet, da haben wir mit den Raids begonnen und ich habe halt gesagt, ja, ich möchte gern Schaden machen und hab auch das komplette Gear und dann der Raid Lead, nö, du gehst jetzt heilen, du machst Main Tank Heal mit halbem
halbgegierten Schamanen halt eben. Warst du da auch ganz am Anfang, also so relativ schnell dann in MC, also Mockingcore dabei, oder? Nee, ich bin ein bisschen später als die restliche Gilde 60 geworden und habe dann halt natürlich erstmal das Gear gefarmt und ich bin halt dann schon 6-7 Wochen später als die anderen alle reingegangen und die waren halt dann schon bei, weiß ich gar nicht mehr. Die waren beim Sulfuron Herold, glaube ich. Und da war es halt dann schon, dass ich dann einfach nur noch mitgeschliffen wurde und dann halt eben, ja. Ja, die jüngeren Azorodianer, die bekommen jetzt ja so einen leichten Vorgeschmack oder einen Nachgeschmack auf das, wie das Raiden damals war mit dieser Neuauflage vom geschmolzenen Kern, aber das war ja damals quasi eine Lebensaufgabe, ne? Also ja. Wie oft habt ihr euch pro Woche getroffen? Wie oft musstest du irgendwie Zeug farmen, um bereit für den Raid zu sein? Also ich musste jeden Tag farmen, damit ich überhaupt alles zusammenbekomme. Jeden die Heiltränke, das Buff-Food. Wir waren ja auch fünfmal die Woche in MC. Sonntag sogar dann irgendwie 6 Stunden oder 8 Stunden am Stück. Also da gab es Mittag, da gab es dann, wir haben um 12 losgelegt, dann irgendwo zwischendrin gab es mal kurz Mittagsessen, Pause und dann ging es weiter bis abends um 8. Gab es eigentlich 9. schon Raid-IDs, also dass man die nur ein paar Mal pro Woche, also dass man die, oder? Raid-IDs gab es, aber es gab noch keine Dungeon-IDs. Also du konntest in die Dungeons, wenn du die Gruppe aufgelöst hast, sofort wieder rein. Wieder rein. Es gab Raid-IDs, die eine Woche hielten und Sulgurup hielt, glaube ich, 3 Tage. Ja, ich glaube, ja. Genau. ZA dann auch. Zu Laman, ja. Und ich sag nochmal, was man auch damals fahren musste, was man auch gerne heute vergisst, Resistenzen, ne? Oh, Feuerresigier. Zieht mal euer Feuerresigier an. Zack, zack. Ne? Ja. Onyxias Umhang. Onyxia musste man ganz oft umhauen, damit man Onyxias Drachenschuppen kriegt, damit die Lederer daraus Onyxias Schuppenumhang bauen konnten, weil ohne diesen Onyxias Schuppenumhang war der Endkampf im Peschwing Horde nicht zu schaffen. Sehr nicht schön. Möglich, gar nicht. Ja, du bist halt umgekippt. Ja. Und es war halt nicht wie damals, wie heute, wo man halt sagt, okay, wir gehen jetzt ein bisschen nicht so gut vorbereitet zu diesem Boss, vielleicht können wir ihn ja einfach mit Mega-Damage umfisten. Das gab es damals nicht. Also bis die Sachen gekommen sind vom Endboss von Pack Shringhold, die einen umgebracht haben ohne den Umhang, war der auf 90% oder so gefühlt. Mhm. Also da ging nichts. Ja, wenn dann halt der halbe Raid keinen Umhang hatte, war dann halt der halbe Raid tot. Ja. Schade. Ja, damals war alles besser, oder? Total. Unbedingt. Ich möchte auch unbedingt nochmal mit meinem allerersten nicht so guten Raid nochmal 4 Stunden lang nur die Riesen abfarmen im geschmolzenen Kern. Oh Gott. Genau, Trashmobs abfarmen, das war ja auch so eine Sache. Ja. Da hast du dann wirklich tagelang halt nur Trashmobs abgefarmen, das war halt grausam. Jesus. Ja, wurde es dann später besser? Ich meine, Sugarob war ja auch schon später dazugekommen, Ankirai, da öffneten sich die Tore am 3.1.2006, das war ein Riesen-Event, das weiß ich noch, da haben alle drauf hingefiebert, weil, was war die Tage und Wochen vorher angesagt? Farmen. Was denn? Und Farmen. Handwerksmaterialien. Richtig. Stoffe, Leder, Erze, und das gab man alles diesen Leuten, damit die irgendwann, also den NPCs, damit die irgendwann das Tor aufmachen. Richtig. Und das da gab es ja sogar so eine Server-Fortschrittsleiste, wie weit denn schon alle sind und so. Ja, stimmt, da haben die Rams doch gegeneinander sozusagen indirekt gekämpft, indem man halt geschaut hat, welcher Server hat das meiste Zeug. Da ging es nicht Horde gegen Allianz, sondern da ging es Horde und Allianz gegen einen anderen Ram. Gegen eine andere Horde und Allianz halt. Ja, ja, das war ein Wahnsinn. Ankirai, das gab es ja dann in 20er und 40er Form. 20er Raids. Ne? Die 20er Raids, die waren ja schon mit Sugarup, wenn ich mich nicht irre, schon eingeführt worden. Ja. Also von daher, das war mit Ankirai noch nicht ganz neu, aber zumindest hatte man gelernt, 40 Leute permanent zusammenzubekommen, ist selbst bei diesen Spielerzahlen, die damals schon horrend waren, anstrengend. Ja, du bist teilweise in MC mit 36, 35 Mann und dann kamen irgendwie 5 Mann noch nach, oder? Ja, und es hat vor allem, also ich kannte in meinem 40er Raid damals sehr gut 5 Leute und relativ gut 10 Leute. Und so mindestens 25 Leute hatte ich überhaupt nichts mit zu tun und 20 habe ich gehasst wie die Pest. Und dann gab es auch noch diese, kennt ihr noch die Klassenchats, wo ja. dann die eigenen... So habe ich auch gerechnet, Nico. Ja, ja, das war nicht ganz schlimm. Da gab es noch Klassensprecher, also da war im Raid jeweils ein Charakter oder jeweils ein Klassenleiter für jede Klasse da und Klassenchats, damit man sich nicht in den DKP hochbietet, damit man da DKP-Punkte gab es ja auch noch. Ja, Hexer-Chats und die, also ich weiß noch damals, ich war ja dann irgendwann auch der Hexer-Klassensprecher, weil die anderen Hexer noch schlechter waren als ich damals. Auch schon mal ein Sprecher. Und lustig, es gab ja damals eine Beschränkung von Dockplätzen auf dem Mob.
Das heißt, wenn du zu viele Dots auf den Mob gemacht hast, fielen die ersten Dots wieder runter. Mhm. 8 Plätze gab es, später waren es dann, glaube ich, 40. Und jedes Mal durfte ich mich dann nach dem Raid mit dem wütenden Jäger-Chef zusammensetzen, der gesagt hat, es geht überhaupt nicht, dass wir Hexer so viele Dots drauf machen, dass die Schlangenbisse von den Hexern von den Mobs runterfallen. Und ihm dann zu erklären, dass das nicht in Ordnung ist, wenn die Hunter ihren einen scheiß kleinen Minidot da drauf packen, wenn wir Hexer von den Dots leben. Das war immer ein sehr schöner Fight. Bis heute verstehe ich nicht, warum man da eine Dot-Beschränkung drauf machen muss. Ja, das habe ich ordentlich verstanden. Ja, um dich zu quälen, doch ganz einfach. Ja, ja. Naja, Naxxramas markierte ja eigentlich so dass das große Finale von WoW Classic. Das kam dann mit Patch 1.11 heraus. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. 1.11. Am 20. Juni 2006. Naxxramas, ich weiß auch, da gab es eine Menge Leute bei mir, die da darauf hingefarmt haben. Da musste man doch irgend so eine Ruffraktion pushen, um da rein zu können, wenn ich mich nicht irre, oder? War das nicht die Agentum Kreuz? Agentum Dämmerung? Nee, Agentum Dämmerung. War das, genau. War das nicht nochmal extra eine Ruffraktion mit Kreuzzug oder war das die Dämmerung? Kreuzzug. Lich King. Ja. Ja. Aber das war, stimmt, genau. Das war doch in den westlichen Pestländern standen die doch dann irgendwie so einen Pass in so in The Bulwark oder so. Die hieß doch diese Position Bulwark. Weil, Chapel of Light waren doch auch viele. Ja, da hinten auch. Alter, das war ein übler Grind und ich weiß noch. Kapelle des Lichts. Spaß, Olli. Ja, ich mir auch. Das gefällt euch, ne? Ja, Ölitzfeuer, komm. Schon. Nein, aber ich weiß, dass ein Pärchen bei uns in der Gilde, die hatten verheiratet und die haben sich halt den Account geteilt und quasi dann immer in Schichten gespielt, damit sie den Ruf da hochpushen und als eine der allerersten bei uns auf dem Server dann sofort reingerannt sind, als das Ding dann rauskam in Naxxramas. Und da gab's da nicht mal so ein spezielles Mount noch oder sowas in der Richtung? Da gab's irgendwas Spezielles, glaube ich, in Naxxramas, was die haben wollten. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, oder was mit Agentum Demo. Schon so lange her. Aber auf jeden Fall Frostgier. Frostresi-Gier. Ja. Ja. Und du brauchst jetzt einen Zauberstab mit Schattensaalschaden, damit du Lower Tap kaputt machen kannst, weil der deinen Mana runtergehauen hat und du konntest keinen Mana recken, aber wenn du trotzdem das Caster mit wolltest, brauchst du einen Zauberstab. Und dann standst du die ganze Zeit so da. Piu. Piu. Die Handbewegung dazu sieht man leider nicht im Podcast. Ja. Du hast halt sozusagen einen Zauberstab-Auto-Attack gehabt und warst halt da gestanden wie so ein... Ja, du musstest bei Lower Tap nicht mal groß irgendwas ausweichen. Nee. Du konntest als Caster in den Kampf AFK gehen. Oh Mann, waren Zeiten. Aber habt ihr eigentlich eine Entwicklung dann auch gesehen, also eine nennenswerte Entwicklung von geschmolzener Kern zu Pechschwingen, zu Naxxramas? Ich wollte schon wieder Pechschwingen sagen. War halt abwechslungsreicher und besser inszeniert vor allem. Also im Prinzip war geschmolzener Kern, wie man ihn auch heute sieht, ein großer Vulkanbatzen, in den irgendjemand an zufällige Stellen ein paar Bosse hingetan hat. Also es wirkt halt wirklich so, als hätte jemand einfach die Bosse in irgendeine Ecke gestellt, damit die halt da auch stehen. Und in Naxxramas, wenn du reinkommst, und ist auch heute noch so, auch wenn der Raid natürlich ein bisschen pixelig aussieht im Alter, du hast Flügel, die so aussehen wie das, wie sie heißen. So ein solchen Flügel sieht erstmal grün und giftig aus. Und wenn ich in den Raum reingehe, dann sieht der Raum so aus, als wäre er dafür geschaffen, dass hier dieser Bosskampf stattfindet. Ja. Das heißt, der MC gar nicht. Nee, das war halt dann auch schon die Steigerung von MC zu BWL. BWL war auch schon ein bisschen schöner, wenn ich mich schon an den ersten Boss, ich weiß, Drake gesagt, nein, der Wiese, General. Zornesschwinge. Ja, keine Ahnung mehr. Also auf jeden Fall der erste Fight mit den Eiern und so weiter, das war ja auch alles aufeinander abgestimmt. Also du hast schon die Entwicklung gesehen. Mhm. Auch in Ankirai. Wobei Ankirai. Ja, Ankirai war das Schöne, fand ich, weniger Trashmobs. Das war ja ein Leiden damals. Das weiß, kann man sich heute auch noch nicht mehr vorstellen. Zwischen den Bossen musste man sich ja erstmal gefühlte Stunden durch irgendwelche scheiß Trashmobs durchprügeln. Ja. Und bei Ankirai, da hast du vielleicht ein, zwei Gruppen gemacht und dann standest du vor dem nächsten Boss. Das fand ich okay. Was man bei Ankirai noch dazu erwähnen muss, ist, kann sich heute niemand mehr vorstellen. Es gab ja damals Zauberränge. Das heißt, du hast Zauber neu gelernt und hattest dann Zauberränge von Schatten von 1 bis 8 zum Beispiel. Stimmt. Und konntest dann einen niedrigstufigeren Zauber benutzen, der weniger Mana gekostet hat, aber auch weniger Damage gemacht hat. Aber das Lustige ist, in Ankirai im 20er Raid gab es bei den Bossen Zauberbücher für neue Zauberränge. Genau. Das heißt, wenn du nicht diesen Raid gemacht hast und dort die neuen Zauberbücher geholt hast, konntest du überhaupt nicht alle Fähigkeiten deiner Klasse lernen.
Das ist heutzutage, wo du Klassenlehrer wirklich nur noch hast, um die Spec zu wechseln, absolut unvorstellbar. Ja, also man kann so zum Festhalten, damals hat Blizzard einfach unglaublich viele Hürden eingebaut. Das fängt ja schon an bei den Vorquests, die man machen musste, ne? Überhaupt in die Raids reinzukommen. Ne? Dann, dass man die Resis hatte, dass man das richtige Equipment hatte, dass man wirklich übelst farmen musste. Es gab ja, Ruffraktionen gab es zwar schon, aber so richtig viel zu holen ist da nicht gewesen. Das ist mit dem Ruf ist ja erst, dass man gutes Gear bekommen hat, eigentlich mit Burning Crusade ins Spiel die gekommen. Haben sie, die haben halt diese ganzen Ruf- Dinger, das, die haben die umgangen mit diesen ganzen Prequests. Ich sag nur die Hydraxianer, BRD für den Chor, UBRS musstest du ja auch die Prequest machen sozusagen, um überhaupt in BWL reinzukommen. Und wo wir beim üblen Grind sind, erinnert sich noch jemand an dieses PvP-Rangsystem, das sie dann noch im Zuge von Classic eingefügt haben? Altraktal. Der oberste Kriegsherr, ne? Ich sage nur, ich kenne tatsächlich einen persönlich und der hat wirklich über Monate lang nichts anderes gemacht. Und die mussten sich ja auch abwechseln, weil es ja nur einer, das gleichzeitig sein konnte. Und dass er dann nicht viel mehr spielen muss als seine Konkurrenten. Also hat man sich abgesprochen auf der eigenen Seite, dass halt man in dieser Woche nicht einen bestimmten Punktewert überschreitet, damit man sich nicht gegenseitig noch mehr Arbeit macht. Mhm. Kennt ihr das Prinzip noch? Ja, war bei uns auch so, dass die sich abgesprochen haben. Ja, anders ging es nicht. Also es gab irgendwie noch zwei Personen, die halt in der Stufe darunter sein konnten und vier da, auf der dritten Stufe sozusagen und so weiter und so fort. Und das war einfach ein unglaublicher Grind in den Battlegrounds, die prinzipiell eine ganz tolle Idee waren. Die sind ja auch später erst dazu gekommen, Monate nach Release. Ja. Mhm. Ich glaube, ein halbes Jahr, glaube ich, nach dem US-Release waren sie dann auch auf allen Servern. Ich glaube, so es muss so Mai rum gewesen sein. Mai 2005. Das kann schon sein, ich glaube schon, weil du hast ja dann auch zum ersten Mal Warsong und so weiter, wo sie dann die Höhle hingebaut haben, da oben im Brachland. Mhm. Ja. Und auch Altraktal. Dieser Eingang, das war klasse, auch im Altraktal. Altraktal, da habe ich eine gute Geschichte zu. Ich habe vormittags gespielt, bis mittags, hatte nachmittags einen Termin, habe mich dann ausgelockt und bin abends wieder gekommen, habe mich eingeloggt und bin in dieselbe Altraktpartie gekommen, war abends die auch Vormittag gelaufen war. Das war teilweise über Nacht sogar. Also wenn du dich abends ausgelockt hast, am nächsten Tag nach der Schule wieder heimkamst, sondern gleich am PC gegangen bist, weil du natürlich keine Hausaufgaben hast. Du wurdest aber auch begrüßt, hey, cool, dass du wieder da bist. Ja, ist das passiert? Also diese 40 Leute, die sich kaum kannten im Laufe von so einem Altraktwochenende, waren dann teilweise. Die sind zusammengewachsen als die Gilde teilweise. Ja. Das ist gar nicht gut. Aber habt ihr die Angler auch gehasst im Altraktal? Oh. Die Angler? Also wenn ich von der Horde mal einen gesehen habe, habe ich den sofort umgenutzt, weil... das Problem ist, im Altraktal, in diesem See, gab es tatsächlich Fische, die anderswo nur schwer zu finden waren? Also ich habe die Leute verstanden, die das taten. Ja, aber trotzdem, du kannst doch, also bei uns, wenn da nur 5 Leute von 40 da gefarmt haben, warst du halt 35 gegen 40. Und vor allem auf Kil'jaeden hatten wir eine deutlich größere Allianzpopulation. Das heißt, wenn die in das Altraktal mal gekommen waren, waren die natürlich alle geil aufs Kämpfen. Hm. Weil die haben so lange Warteschlangen gehabt, von Stunden. Und die sind auch nicht aus dem Altraktal rausgegangen, bevor das Ding nicht gewonnen war, gefühlt. Also da war ganz wenig Fluktuation. Während du als Hortler, du hast dich halt angemeldet, entweder hast du sofort einen Invite gehabt oder hast halt ein paar Minuten warten müssen und du warst da drin. Da war natürlich die Hemmschwelle entsprechend geringer. Wenn es dann so 11 Uhr abends wurde, naja, komm, jetzt gehe ich mal ins Bett oder 12 oder mache irgendwas anderes. Und dann ging es da raus. Und ab 11 Uhr leerte sich die Hornseite. Es wurden dann irgendwie 35, da waren es nur noch 30. Wenn davon 10 Leute angeln... Kannst du das Ding nicht mehr gewinnen? Kannst du dich noch an eine bestimmte Waffe erinnern? Die gab's dann, da gab es dann so eine Anspielung. Die Unstoppable Force. Genau, da gab es dann im PC noch eine Anspielung, dann die aufhaltbare macht. Ja, die aufhaltbare macht. Das ist dieses graue Item. Was man vielleicht zu den Rängen noch sagen muss, ich habe mich damals auf den Rang Ritter hochgearbeitet, das ist der 7. Rang oder so. Und das war tatsächlich der erste Rang, mit dem man überhaupt das Gebäude durfte, wo die Rüstmeister standen. Das Rüstmeistergebäude war instanziert und du durftest nur mit einem bestimmten Rang rein. Das heißt, jemand, der nicht genug PvP gemacht hatte, kam die Leute überhaupt nicht zu sehen, die PvP verkauft haben. Ja, das stimmt. Das war so snobbistisch, wenn du da das erste Mal... Ich hatte den Rang auch nur eine Woche, dann hatte ich keinen Bock mehr, weil es ging nicht mehr bergauf. Ich bin da einmal reingeritten, haben mir alles angeguckt und bin wieder raus. Weil du konntest dir immer noch nichts leisten für die nächsten 18 Ränge oder so. Ja, das war schon, also wie ich sagte, also unglaublich viele Hürden halt eingebaut. Aber kommen wir jetzt mal bei WoW Classic so zum Ende, weil wir haben noch ganz viele andere Themen auf dem Plan. Es kam dann der 16. Januar 2007 und das war dann der Launch von The Burning Crusade. Bis vor kurzem, die Meinung vieler, die beste Erweiterung ever.
Ja. Seit es WC gibt, ja. War es richtig geil. Also da konnte der Druide, da habe ich angefangen Druiden zu spielen und du konntest nämlich auch dann mit Druiden, Schamanen oder sonst irgendwas, konntest du auch mal andere Klassen spielen, also andere Specs, Skillungen spielen. Konntest mal Tank sein, du konntest mal Schaden machen, du musstest nicht immer nur heilen. Wobei da viele sich haben, also wir hatten am Anfang einen Paladin, der wollte den Karazhan tanken, aber ihm ging immer das Mana aus. Also sie haben es möglich gemacht, aber patchtechnisch haben sie eine Weile gebraucht, bis alles reibungslos funktioniert hat. Der Paladin ist dann auch stinkwütend geworden, weil wir ihn nicht mehr tanken lassen wollten. Muss mir ihn leider rausschmeißen. Nico, du bist mit Burning Crusade eingestiegen. War das direkt zum Launch von Burning Crusade oder erst in der Folge? Wann habe ich denn angefangen? Ich muss mal dazu sagen, ich habe mit WoW damals ja eigentlich nur angefangen, weil Dirk mir den Praktikumsplatz quasi unter die Nase gehalten hat. Du warst jung und brauchtest das Geld, hast dich deswegen quasi, ich habe mich für Dirk prostituiert, was das angeht. Ja. Vorher hast du ja nur so Pong gespielt. Was? Nee, ich habe vorher alles gespielt. Ich war halt einfach Consolero. Tut mir leid, ja. Ich weiß, es ist für PC-Spieler, es ist immer eine Unfassbarkeit. Ich hatte Pusteln auf der Rechten. Ich musste nicht angucken, ich habe auch eine PlayStation. Aber... Wird zu stickig. Ich hatte damals für Dirk ja einen Probeartikel geschrieben und dann hat sich das alles noch ein bisschen rausgezögert und ein halbes Jahr später hat er gemeint, er ist jetzt bloß noch bei der PC Games WoW und er würde mir da halt das Paket und nicht mehr bei der PC Games, wo er vorher quasi stellvertretender Chefredakteur war. Und dann habe ich mir halt auch erst überlegt, oh, weil du kanntest ja bloß die Geschichten so von wegen, WoW zerstört Existenz. ich habe mir dann gedacht, so, es ist eigentlich wurscht, was ich zock. Das Warcraft-Franchise habe ich in guter Erinnerung. RTS-Games habe ich immer gern gezockt. Warum also nicht? Was ich zocke, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, ich kriege einen Fuß in die Tür, dass ich 7 Jahre später damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Wenn mir das damals jemand erzählt, hätte ich ihn ausgelacht. Und dann habe ich halt angefangen, habe mich da halt über 2 Monate, ohne irgendeinen Plan von dem Ding zu haben, langsam auf 70 hochgelevelt. Bin einen Tag vor Praktikumsbeginn, bin ich 70 geworden und dann stand ich da und hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und es war April. April 2007? Es muss halt der April nach Add-on-Start muss es gewesen sein. Ja, das ist dann April 2007. Ja. Genau, und schon so ewig her, ja. Du bist alt, ich weiß. Aber wie war denn euer erster Gang durchs dunkle Portal? Der war krass. Ich fand es vorher ja schon, was du halt so aus der alten Welt aus Azeroth mitbekommen hast, fand ich halt schon sehr, sehr cool, weil du immer wieder so die Anspielungen eben aus den Strategiespielen halt gesehen hast und einfach die Tatsache, dass du jetzt halt einfach einer der kleinen Grunts bist, die du vorher halt in Horden irgendwo in die Schlacht geschickt hast, ja. Und du gehst da durchs dunkle Portal durch, wie du es dann halt auch noch so als Miniatur aus dem Strategiespiel kennst, ja. Und denkst du so, wow, und dann gehst du da durch und dann tobt da erstmal die Schlacht und du siehst überall nur Dämonen und ich kann mich noch erinnern, wie ich diesen langen Pfad dann das erste Mal runtergeritten bin und diese Ballisten an der Seite gesehen habe oder was, Katapulte. Ja, ja. Und wo ich mir gedacht habe, allein, also das war für mich so ein ganz krasser atmosphärischer Moment. Wie gesagt, weil ich es halt immer wieder mit Warcraft 2 verglichen habe. Ja, und da warst du halt jetzt der Typ, der neben so einer riesigen Ballista steht. Und Ahnung, sehr viel zu entdecken, super atmosphärisch und ich bin ja damals in der Gilde von meinem Kumpel, von dem ich vorhin schon erzählt habe, gewesen. Die wurde ja auch von seinem Dad geleitet. Welcher Server warst du? Ich war anfangs Blackmoor Allianz. Ja. Ja. Und damit ich halt zu denen in die Gilde konnte. Und die haben mich dann halt auch ein bisschen so aufgepäppelt, hier mit Verzauberungen und wie das alles abläuft und so weiter. Haben mich dann das erste Mal mit ich glaube, Louis hat damals mit mir so die ersten Hero Dungeons trainiert, mehr oder weniger, wie so das System überhaupt das abläuft. Quasi Pet Battles 0.5, nur dass du das Pet warst. So ungefähr, ja. Kleiner Begleiter. Da hatte ich mich dann wohl ganz gut geschlagen und dann hatten sie mich halt in den Karazhan Raid mitgenommen, dann da ein paar Dinger hoch und irgendwann hat dann Freddy, das war Louis Dad, bin so aufgeregt. Ja. Hat mich dann irgendwann mal gefragt, an einem Dienstag oder Donnerstagabend war das, da waren die gerade im Schlangenschrein unterwegs, ob ich nicht Bock hätte, schnell einzuspringen. Und das hat nicht lange gedauert und dann hatte ich da meinen Stammplatz. Und Ja, Burning Crusade war ja für viele auch so eine Zäsur, weil auch gerade dieser erste Moment, wenn du durchkommst, die Masse an Gegnern war deutlich größer als alles, was man vorher so gesehen hat in der offenen Spielwelt von WoW Classic. Die Höllenfeuer-Halbinsel, ich glaube, das war für viele ein wirklicher Wow-Moment. Und natürlich dann auch später, dass man fliegen durfte.
ab Level 68, glaube ich, oder? Das war halt nur bei Druiden so. Nur bei Druiden. Die anderen durften erst alle ab 70. Ab 70, okay. Ja. Und Druiden haben halt dann auch. Das war schweineteuer, das Gefarmen, ne? Das war echt übelst. Genau, das wollte ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Druiden haben dann nur 30 Gold oder so bezahlt. Ja, bis sie die epische Flugform wollten. Bis sie die epische Flugform wollten. Dann haben sie natürlich das Weinen angefangen. Ja, aber die kostet doch trotzdem Geld. Ja, auch, aber auch so, ich meine, die haben ja auch auf der anderen Seite die Ruffraktion halt eingeführt. Man konnte halt auch tägliche Quests erstmal machen. Das gab es bis dahin auch so noch nicht. Ja. Und damit fing ja auch so ein Grind an, der eigentlich den Casual-Spielern durchaus entgegenkam und den Hardcore-Spielern die Möglichkeit gab, relativ unkompliziert, aber halt langfristig angelegt, halt das Zeug zu bekommen, sozusagen, um sich halt bereit zu machen für größere Aufgaben. Die Richtigkeitsmarken waren ja auch noch, ne? Ja, Marken. Die gab's aber erst am Ende. Ja. Dann die Auswahl, dass du innerhalb deiner Fraktion, oder für mehr in Shattrath, du hast ja eigentlich schon eine Fraktion gewählt, warst Hordler, dann konntest du nochmal wählen, will ich jetzt Aldor oder will ich jetzt Seher werden? Oh ja, ganz genau, ich erinnere mich. Noch erinnert. Ja. Ja, dann hast du Ogrilar noch gehabt und dann diese Himmelsheinis da. Insel von Keldanas später noch. Die ersten Heroinis. Ja, darauf wollte ich hinaus. Genau. Das war, ich weiß doch genau, wie ein Gildenkollege sagte, das ist Hardcore-Inis, was ist denn das eigentlich? Und dann meinte der ganz einfach, beide Hände an Steuer, volle Konzentration. Das ist nicht so wie die bisherigen Dungeons. Und dann sind wir auf der Höllenfeuer-Halbinsel in die erste reingegangen und das war wirklich so, bam, das ist mal richtig geil schwer und außerhalb eines Raids und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Vor allem mit einer 5-Mann-Gruppe zu erledigen, heißt, du brauchst nicht wieder 10 Mann, 20 Mann, 40 Mann zusammenfahren. Richtig, Stunde, heißt, anderthalb warst du da so durch, das war für damals fantastische Zeit. Und es gab geiles Gear. Ja. Ich sag nur Inis wie halt jetzt die Lower Blackrock Spire oder der versunkene Tempel oder wie hieß der nochmal in Desolates, die Instanz? Maraudern, wo du Stunden, ganze Nächte da drin verbracht hast. Also das war schon eine herbe Zäsur. Ja. Also wenn man sagt, bei WoW hat eine Kasualisierung eingesetzt, dann war eigentlich Burning Crusade der erste Schritt, oder? Was aber viele Leute dazu gebracht hat, eigentlich. Also würde ich jetzt, sagen wir es anders, Casualisierung null. Casualisierung kam meines Erachtens in WoTLK mit Naxxramas, das halt wirklich der einfachste Raid aller Zeiten war. Es wurde halt erstmal zum einen einfacher zu raiden, weil der Start-Raid mit Karazhan 10er Raid war. Du hast eine Gruppe schneller gefunden und der Raid war einfacher als alle Raids davor. Ja. Aber immer noch schwierig. Und dasselbe ist es bei Dungeons. Also ich fand die Dungeons von BC am Anfang immer noch schwer. Also ich weiß noch, mein erstes Mal zerschmetterte Hallen normal mit dem Stufe 68 Priester, weil wir keinen anderen hatten, hat 8 Stunden gedauert und wir haben den Endboss nicht geschafft. Und ähnlich war es dann auch mit den Heroes. Aber es war trotzdem natürlich so, dass du später, wenn du das Gear hattest und die Bosse schon kanntest, bist du dann halt auch wieder durchgelaufen. Naja, aber man muss auch ihnen zugutehalten, dass sie die Item-Progression halt etwas besser gestaltet haben. Ja. Also die Sprünge waren nicht so extrem und man musste halt nicht immer dasselbe halt für so lange Zeit machen. Das heißt, es gab einfach Zwischenschritte, die sie eingefügt haben. Und es war vor allem möglich, wenn der halbe Raid irgendwie halbwegs gutes Gear aus dem Raid-Tier hatte, konntest du schon ins nächste Raid-Tier wechseln. Also die haben dich sozusagen besser hingehalten, besser motiviert in dem Sinne. Ja, das war es halt. Also wenn du einen neuen Raid gegründet hast am Ende von Classic, musstest du mit dem in Sulgurup und MC anfangen, weil es da halt das Gear gab, ohne dass du gar nicht BWL gehen brauchtest. Ja. Und vor allem, es gab zum Start von Burning Crusade gleich eine ganze Reihe von Raids. Also während es jetzt bei Classic halt gerade mal Geschmolzter Kern und Onyxia gab und halt so ein paar Open-World-Bosse sozusagen, gab es hier dann halt, Karazhan wurde gerade angesprochen, Gruul's Lair, Magteridon, Lady Vashi, Festung der Stürme, sogar Berg Hyjal war zum Launch verfügbar. Festung der Stürme kam noch mit einem späteren. Ich meine, wäre schon gleich so bei Hyjal. War das nicht auch spät? Nee, Hyjal war tatsächlich zu Beginn, aber du kamst da nicht rein, weil du musstest erstmal Lady Vashi gemacht haben, um überhaupt das Hyjal machen zu können. Das war der Gag. Das heißt, es konnte natürlich genauso wie Molten Core konnte auch keiner zum Spielstart halt dann durchspielen. Ich weiß es nicht mehr, wie es geöffnet wurde. Kann durchaus sein. Wer später kam, war auf jeden Fall der schwarze Tempel, Black Tempel, mit Patch 2.1. Der kam ja gemeinsam mit Hygel, weil es war ja beides T6. Nee, du konntest, ich habe extra das weiß ich noch, du konntest vorher in den Hygel, bevor der schwarze Tempel kam. Richtig, das steht auf Mana Flask auch so bei den World Firsts. Macht überhaupt keinen Sinn im Nachhinein betrachtet, weil es in beiden Teilen T6-Items gibt und du davor nur das halbe Set sammeln konntest, aber war so. Schwarzer Tempel kam auf jeden Fall mit Patch 2.1 am 15. Mai 2007, also doch ein paar Monate nach Release. Die ersten Legendary-Waffen, ja, die klingen. Aber das belegt es ja eigentlich auch, wenn Patch 2.1 den Schwarzen Tempel gebracht hat, welcher Patch hätte denn dann die Berg Hyjal bringen sollen? Ja.
Ist definitiv so, aber das war halt noch ein bisschen ungeschliffen im Vergleich. Sie haben auch eine Menge daraus gelernt, weil Hygel hätte man ja auch schön verpacken können in den schönen Content-Patch irgendwie zwischendurch, weil es gab auch bei Burning Crusade halt Downtimes zwischendurch mal. Ne? Das war jetzt ja nicht so, dass irgendwie da durchgängig neue Sachen geboten wurden, sondern es war halt so eine Schrotflinte zu Beginn, damit warst du eine ganze Weile beschäftigt. Dann kam halt Black Temple nochmal und ich weiß noch, Sonnenbrunnen-Plateau, hier Sonnenbrunnen mit Kill Jaden, okay. Patch 2.4 am 15.03. praktisch ein halbes Jahr vor Ende von Burning Crusade und dazwischen war halt auch ewig nichts. Ehrlich gesagt hatte ich in PC tatsächlich mit einem halbwegs guten Raid, der auch den Schwarzen Tempel zumindest noch geschafft hat, keine einzige Downtime. Echt? Nein, weil einfach die Raids zu heftig waren und du zu lange gebraucht hast. Okay. Also alleine schon, du brauchtest die 20 Leute für die Raids später, dann brauchtest du musstest du aus den zwei Karasan-Raids machen mit Ersatzleuten, die du da durchziehen musstest. Das alleine hat eine Weile gedauert. Gruul war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gruul alleine, der erste Boss, hat ewig gedauert, bis der Mage das zum Beispiel auf die Reihe gekriegt hat, diesen einen Boss zu tanken, und der Heiler vom Mage das auf die Reihe gekriegt hat, diesen Mage als Tank zu heilen. Materia und Slayer haben die meisten Leute, glaube ich, nie gemacht. Das kann gut sein, ja. Ja, weil der einfach extrem schwer war mit diesen Dingen, mit diesen komischen Würfelgeklicke und allem. Und Festung der Stürme und Lady Varsh haben, glaube ich, selbst der Großteil der Leute, der in diesem Add-on Illidan gehauen hat, Kel'Thuzad und Lady Varsh nicht besiegt. Das war, glaube ich, einer meiner stolzesten Momente. Ja, da haben wir uns mit der Gilde wirklich dran gesetzt und gesagt, okay, wir tryen Lady Varsh so lange, bis sie liegt. Und ich glaube, 4 Wochen hat es dann genau, 4 Dienstage, und dann lag es im Dreck. Also wir haben damals auch... Kel'Thas hatten wir auch bis 10% runter, aber da hat dann der Damage gespielt. Stimmt, Kel'Thas, ich dachte mir schon Kel'Thuzad. Ja, Kel'Thas. Boah, dieses Waffen-Sammel. Wir haben damals tatsächlich beide Endbosse übersprungen. Als es dann ging mit einem späteren Patch... Da wurde diese Quest rausgenommen, dass du die machen musst für den Schwarzen Tempel und für Berg Heitschel, und sind dann direkt nach Berg Heitschel und Schwarze Tempel, um die zu machen, weil die zu schwierig waren. Aber der Schwarze Tempel, das war schon mit Illidan so der emotionale Abschluss eigentlich für die, ja, Raider von Burning Crusade. Und dabei kam es ja eigentlich doch relativ schnell. Ne? Also, ja, aber den hat nicht jeder schnell gemacht. Also das ist schon klar. Es ist ja nicht wie heutzutage, es kommt ein neuer Raid und los, wir gehen da jetzt rein. Es kommt ein neuer Raid und diese 2%, die soweit sind, die machen den, und alle anderen gucken sich halt mal die Videos an von dem, was die tun. Also, wenn es damals schon Videos gab. Damals. Wir hatten ja nur Internet, wir hatten noch kein YouTube. Nee, 2007, YouTube war da noch nicht so verbreitet. Ich weiß das nämlich relativ genau, denn das war eine der wichtigen Gründe, warum auch neben der Datenbank, warum Buffed.de so groß geworden ist. Wir haben bereits in der Beta Ende 2006 von Burning Crusade sehr, sehr viele Videos gemacht zu den Betas, und wir waren am Anfang fast konkurrenzlos im deutschsprachigen Raum, weil es gab kaum Videos. Und das war halt etwas Besonderes, und das kam dann erst deutlich in der Folge, dass dann große Videoportale dann an Bedeutung gewannen und im Prinzip dann hin zu Kunst dann auch Videos dann online gestellt haben. Als Buffed angefangen hat, irgendwann habe ich mir mal gesagt, als ich dann so den 5. Podcast gehört habe, oh, da will ich auch anfangen. Jetzt sitzt ihr hier. Hätt's eigentlich eurer Meinung nach den Sonnenbrunnen noch gebraucht? Nein. Oder? Nee? Sonnenbrunnen war derselbe Fehler wie Naxxramas am Ende von WoW Classic. Das war ein Raid für die oberen 1-2%. Den haben zu viele Leute einfach nicht mehr gesehen und nicht gemacht. Der kam nämlich mit Patch 2.4 am 15. März 2008, also deutlich über ein Jahr, also eine Vierteljahr nach dem Launch von Burning. Was aber klug war, weil die meisten Leute hatten bis da zu tun mit Illidan. Ja. Was ich aber blöd fand, ich hätte die Reihenfolge umgekehrt. Ich hätte... Mount Heitschel und BWL, also ich hätte zuerst das Sonnenbrunnenplateau gebracht. Ja, du hättest also erst, sein, ne? Du hättest also zuerst den Anführer der brennenden Legion, den ersten Mann nach Sargeras, dem absoluten Oberbösewicht, getötet, und dann irgend so ein Kräpeldämonen. Moment. Sekunde. Berg Hyal ist ja auch eine Zeitreise. Es ist ja eine Höhle der Zeit. Ja, aber es geht ja nicht um Archimon, es geht ja um Kil'jaeden im Sonnenbrunnen. Also von der Wertigkeit dieses Bosses, auch wenn er nur ein Schemen ist, hat es der verdient, am Ende zu stehen. Auch wenn den zu dem Zeitpunkt kaum jemand kannte und wenn der storytechnisch auch nur irgendwie reingefrickelt wurde. Das ist recht, stimmt, da. Aber von der Gewichtung her ist es absolut richtig, dass der am Ende steht. Wenig kennen, da kommen wir auch in Cataclysm nochmal dann dazu, was so Todesschwinge halt angeht. Das wurde jetzt auch ein bisschen langsam schwierig, aber mit Lich King gab es ja nochmal den emotionalen Höhepunkt überhaupt von WoW bisher. Aber egal. Zum Abschluss von Burning Crusade, da ging so ein bisschen der Erweiterung für den Durchschnittsspieler die Luft aus, das weiß ich noch. Also die HC-Indies waren alle gefarmt, für die Raids waren die wenigsten fit, weil das war halt anders als heute. Es gab ja auch keinen Looking for Raid. Und von daher, was sollte man tun?
da erinnere ich mich an die BlizzCon 2000. Ich habe Sulaman übrigens vergessen. Sulaman und Sulaman, ja, okay. Die Daily Quests, die dann eingeführt wurden, diese dumme Farmerei auf dem Sonnen. Wie hieß es? Haben wir schon haben wir erwähnt, haben wir nicht vergessen. Ja. Das wurde erwähnt vorhin. Jedenfalls wurde es halt für die Normalsterblichen irgendwann ein bisschen langweilig. Und vor allem wünschten sich doch viele Leute auch epische Items. Und das Ganze haben sie dann über sogenannte PvP-Charity-Items dann halt gelöst. Das war nämlich nochmal Thema auf einer späteren BlizzCon. Da hatte es, glaube ich, entweder der Ghostcrawler oder der Tom Chilton halt nochmal angerissen oder Frank Pierce, ich weiß es nicht mehr so genau. Da ging auf jeden Fall ein Raunen durch die Zuschauer, weil halt irgendwie im Nachhinein doch viele damit unzufrieden waren, dass man am Ende von Burning Crusade zumindest epische PvP-Items praktisch hinterhergeworfen bekommen hat. Hinz und Kunz hatten auf einmal Epic Equip. Wie habt ihr dazu gestanden? Es kam ja auch so, also du konntest mit den Marken, damals wurden ja die Embleme ganz groß, was dann später in Ehrenpunkte, in Tapferkeitspunkte und Gerechtigkeitspunkte umgebaut wurde, die kamen damals auf und du konntest dir mit einer großen Menge davon zum ersten Mal Waffen kaufen, die tatsächlich knapp unter dem Niveau vom Sonnenbrunnenplateau waren. Und da kam die Diskussion auch auf, hey, warum können sich die Leute mit ihren bescheuerten Hero-Instanzen Gear kaufen, das so unendlich geil ist? Und muss ich ganz ehrlich sagen, war mir schon immer wurscht. Ja. Also was interessiert mich denn, was die anderen Leute für ein Zeug anhaben? Also ich habe das Zeug an, ich habe es mir woanders geholt und für mich kommt dann der Erfolg, die Freude kommt nicht davon, dass ich das Gear habe, der Erfolg kommt dadurch, dass ich irgendwas geschafft habe, was kein anderer geschafft hat, wenn ich da drauf Wert lege. Dann sage ich, ich habe Kill Jaden erledigt. Habe ich damals nicht, aber wenn ich das hätte, dann wäre das das, worauf ich stolz bin. Ich bin nicht stolz auf irgendein Teil, das er hat. Also ja, ich glaube, war es die Anstrengung? Zum Abschluss von Burning Crusade, also mein Gefühl war eigentlich immer, dass sie es bei Classic einfach zu hart gestaltet haben, von einem Item-Set zum nächsten zu kommen, dass die Abstände zu leicht waren. Und bei Burning Crusade wollten sie es besser, sie wollten halt mehr Zwischenschritte einbauen, das ist ihnen auch gelungen. Allerdings waren die Schritte dann teilweise wieder zu heftig, zu schnell teilweise, gerade gegen Ende hin, so dass sie dann auch wieder Dinge entwertet haben. Ich sage nur die grünen Items halt auf der Höllenfeuer-Halbinsel, die teilweise besser waren, als das Tier-2-Set, das du dir über Monate vorher erfarmt hast. Eine große Enttäuschung, da sind auch einige abgesprungen. Absolut richtig, aber das war halt das, was sie mit Burning Crusade machen wollten, war halt ein Neustart. Sie wollten nicht mehr diese große Gap zwischen Hardcore-Raidern und Spielern, die nicht so viel erreicht haben in Classic. Die Idee ist ja auch richtig, aber wie gesagt, die Umsetzung war halt noch ein bisschen falsch. Das haben sie aber auch in den folgenden Add-ons immer besser hingekriegt. Das war auch ein einfacher Schritt in die richtige Richtung. Allein die Umstellung von klassenspezifischen T-Teilen zu Token hin, dass du da mal eine größere Auswahl hast, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass eben noch jemand im Raid ist, der das Teil brauchen kann und einsetzen kann. Die Sache mit den Marken, ich meine, das Zeug, das du bei dem Händler auf Keldarnass bekommen hast, das war super, aber für eine Armbrust 150 Marken hast du halt auch ein bisschen farmen müssen, wenn du dir überlegt hast, was du da irgendwie pro Instanz rausbekommen hast. Es gab damals und eine pro Boss. Zerschmetterten Hallenrun für 5 Marken, das war halt auch so ein Ding, das hast du nicht einfach so abgerissen. Allein die Tatsache, dass du 25 Spieler für die großen Raids runter bist, das ist auch das, wo ich immer das sag, zum Beispiel, du hast es gesehen in Sulaman, viele sind nach Sulaman rein, wie weit sie gekommen sind, ist egal, aber die Tatsache, dass du es mal mit 10 Leuten machen konntest wie Karasan, ich fand, das allein war damals schon eine Hürde, trotzdem die 25 Leute zusammenzubekommen, aber dann noch 25 Anständige, dass da irgendwas bei rumkommt, du hast ja trotzdem aufgefüllt, ja? Das ist einiges, was es damals schwer gemacht hat, nicht unbedingt die Bosskämpfe selber. Kommen wir jetzt mal zu Wrath of the Lich King, das war ja dann die nächste große Erweiterung, die erschien am 13.11.2008 und ich glaube, auf diese Erweiterung hatten extrem viele Warcraft-Fans gewartet. Ja. Warum? Ich wollte Arthas aufs Maul hauen. Richtig. Also, habt ihr es auch so gesehen? War das für euch so, dass das Ding, auf das ihr gewartet habt? Ja. Aber weniger wegen Warcraft 3. Meine Warcraft 3-Sehnsüchte wurden größtenteils im BC befriedigt mit Kel'Thas und Illidan, aber mehr so, weil du bist in Classic noch durch die östlichen Pestländer gelaufen und hast immer wieder diese schemenhaften Schreie gehört und du wusstest, hier war Arthas irgendwann mal und hat alles kaputt gemacht und da hast du dir schon gedacht, das hängt jetzt irgendwie so luftleer im Raum, dass da die Geißel ist und mit der hat sich seit Jahren keiner mehr beschäftigt. Können wir das Thema bitte abschließen? Ja, also ich muss sagen, ich war übrigens wahrscheinlich im Raum der allererste, der sich auf Nordrhein rumgetrieben hat. Das war Anfang 2008, wenn ich mich recht entsinne. Das war auf einem Blizzard-Event in Kalifornien, Orange County. Da hatten sie Journalisten eingeladen für 2 Tage und da durften wir dann schon mal die Stadtgebiete, Boreanische Tundra und halt, wie hieß das andere Nummer? Holnerfjord.
Genau. Da durften wir uns halt ein bisschen rumtreiben und da bin ich dann einmal quer über den Kontinent geritten. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck war, auf der einen Seite war ich ein bisschen begeistert, weil ich halt einer der Ersten gewesen bin und Nordend und Arthas und so weiter, aber ich war enttäuscht. Auch. Ich war auch enttäuscht. Das war nicht das Nordend, so wie ich es mir vorgestellt habe. Es war zu bunt, zu lebendig, zu viele Kreaturen auf zu wenig Raum. Es war nicht so, wie es in The Frozen Throne und in Warcraft 3 dargestellt wurde, ein lebensfeindlicher Kontinent, wo man wirklich nur die härtesten Kreaturen es schaffen, sich durchzusetzen, wo Eiswüsten sind, sondern gerade im südlicheren Teil von Nordend war es eigentlich so wie in im restlichen Azeroth halt eigentlich auch. Es waren Nadelwälder, es waren sogar richtig kuschelig zwischendurch und es gab auch einen Dschungel noch dann dabei und so weiter. Den habe ich gehasst, diesen Dschungel. Ja, meiner Meinung nach hätte man das trennen sollen oder müssen. Nordend, Wrath of the Lich King hätte nicht alles auf einem Kontinent spielen müssen, meiner Meinung nach. Man hätte auch in Azeroth noch Gegenden dazu bauen können, die vielleicht erstmal den Weg nach Nordend ebnen. Und der nördliche Teil von Nordend war meiner Meinung nach okay, bis auf dass es zu viele Skelette und Untote gab. Das war schon ein bisschen unglaubwürdig wieder. Ja, es waren teilweise ja diese Riesenarmee, wo hat er die alle hergeguckt? Also er hat Schiff rüber transportiert. 6 Jahre lang auf diesem Kontinent gelebt und niemand ist ihm in die Bretter gefahren. Der saß da 6 Jahre lang mit offensichtlich einer großen Vegetation an Monstern und Leuten. Ja. Und dann kann er die doch mal zombifizieren. Die gab es da aber nicht. Also in Warcraft 3 war das schon ein bisschen anders und hat er die alle dann importiert auf Containerschiffen oder sowas, ne? Vielleicht. Hat die alle unter sich verhungern lassen? Er wird ja, also der eiserne, der Frostthron sieht ja ein bisschen so aus, aber ich glaube nicht, dass der 6 Jahre lang irgendwie da einen abgeseilt hat. Ich glaube, er hat schon was gemacht. Liefern lassen, deswegen schauen manche auch ganz so geknickt. Dieser Teil, der hat auf jeden Fall schon dazu gepasst. Also meiner Meinung nach hätte man die südliche Hälfte irgendwo nach Lordron oder was auch immer verlagern sollen, dass man da halt erstmal an den Küsten sich, was weiß ich, bei den Pestländern voranbewegt, ne? Und dann halt sich einschifft und die zweite Hälfte der Erweiterung dann tatsächlich in Nordend in dieser lebensfeindlichen Umgebung dann kämpft. Das war wäre meine Fantasie gewesen von Wrath of the Lich King. Mhm. Und vor allem, ist euch was aufgefallen bisher? In Classic, weder noch, auch nicht in Burning Crusade, tritt Illidan in Burning Crusade andauernd in Erscheinung? Wenn du die Quests im Schattenmondteil machst und wenn du vor allem die Prequests für den Schwarzen Zimmer machst, dann taucht er 1-2 Mal auf. 1-2 Mal im Schattenmondteil, das ist okay. Ne? Aber Arthas in Nordend, der steht in jeder Ecke. Ja. Andauernd. Vor allem so, er hat mich irgendwie ist nachher er auch sein an, Land? Er hat mich an, nein, das war schon zu extrem. Er hat mich nachher an Skeletor erinnert, der immer sagt, haha, He-Man, jetzt bist du dran. Dann schlägst du all seine Schergen tot und sagst, ah, dieses eine Mal bist du mir entwischt, aber beim nächsten Mal, puff, verschwindet er. 3 Quests später, haha, He-Man, jetzt bist du dran. Ich bin da bei dir, ausnahmsweise. Ich seh das ähnlich, mich hat er auch genervt. Aber ich verstehe, warum es entwertet ist das richtige Wort. Ich verstehe, warum es Blizzard gemacht hat. Blizzard wollte, dass dieser Kampf gegen Arthas auch für die Leute, die nie Warcraft 3 gespielt haben, ein persönlicher wird. Das ist dieser Typ, der mich jetzt seit 10 Level nervt und der mir immer einen Strich durch die Rechnung macht und mir immer auf den Keks geht und jetzt will ich den auch umhauen. Aber muss er zur Witzfigur wie Skeletor mutieren? Bösewicht ist Bösewicht, die nein, sind halt manchmal ein bisschen... Lächerlich Wicht höchstens, aber sonst... Am schlimmsten, am also, lächerlich... Wie gesagt, mich hat er auch genervt. Aufs Maul gegeben, so lächerlich war Arthas nicht. Ja, mag ja sein, aber wie gesagt, das ist ja okay, aber ich finde, von der Story her haben sie ihn halt einfach entwertet. Was ich viel, viel schlimmer fand in dem Add-on, war dann tatsächlich, wir müssen gegen Arthas kämpfen. Ich habe eine Idee. Wir bauen als erstes ein großes Kolosseum und kämpfen gegeneinander und irgendwelche Viecher, die wir vorher gefangen haben, um zu testen, ob wir überhaupt gegen Arthas kämpfen können. Wie man das halt bei so einem Krieg macht, bevor Obama seine Leute in den Golf schickt, lässt er die auch erstmal in einem großen Kolosseum alle aufeinander einschießen. Und das natürlich im Feindesland. Ja, natürlich. Im Irak. Und von einer neutralen Fraktion. Ja. Also von der Schweiz. Weil so macht man. Vorher kannst du doch überhaupt nicht wissen, ob du so einen Golfkrieg gewinnst. Wir hätten vor allem die Luftüberwachung über die Prüfung des Champions hat dann nicht mitteilen können, wie gut die dann wirklich sind. Ne? Die Prüfung des Champions, also. Das war so schlimm. Der zeitverlorene Protodrache ist dann quasi der Prototyp der Drohne, oder? Ja. Du siehst sie einfach nicht. Ja. Aber ich sag mal, wenn es zu spät ist. Aber das ist ein guter Einwurf, also Prüfung des Champions. Wir haben gerade schon Nax Ramas 2.0 gehabt. Den schlimmsten Fehler, den Blizzard gemacht hat, erstmal überschweifen zum DK.
Der Todesritter, ganz genau, Einführung der neuen Heldenklasse, die bisher auch die einzige geblieben ist. Gott sei Dank. Also ich finde, in Wrath of the Lich King hat Blizzard einiges mit dem Hintern umgeworfen, das sie halt mühsam vorne mit den Händen aufgebaut haben. Ich fand den Todesritter. Ja. Unter anderem. Ich fand den Todesritter überhaupt nicht gut. So Face Roll. Also, ja gut, ja. Der Todesritter war am Anfang komplett over the top und du konntest in jeder Spec alles machen, klar. Genau. Das war doof. Aber ich glaube nicht, dass sich Blizzard vorher hingesetzt hat und auf ein Konzeptpapier geschrieben hat, Klasse, die alles mit allem kann und die man ohne Gehirn spielen kann, jetzt machen. Doch, ungefähr so. Das glaube ich. Das ist eine Heldenklasse, die muss auch hervorstechen, die muss alles geil. Ich glaube, am Design waren die Designer einfach mit dem Kopf auf der Tastatur und... Also, mich haben am Todesritter, haben mich am meisten die dämlichen Namen genervt. Die ist sonst auch für jede Klasse. Ja, dafür kann Blizzard aber nicht. Killer Death, Venom. Aber ansonsten, keine Ahnung, ja, im PvP war es nervig. Im PvE, wenn der Typ nicht aus der Suppe raus konnte, dann hat ihm seine Face-Rollerei auch nichts gebracht. Also, und ich kann mich bei uns im Progress-Rate auch nicht daran erinnern, dass da mächtig viele DKs waren, die da irgendwie eine super wichtige Sonderstellung eingenommen hätten. Wir hatten zwei, einer war Tank, einer war DD, die waren beide sehr gut. Aber es lag daran, dass die von sehr guten Leuten gespielt wurden. Ja, und wir hatten ein paar dabei, die haben den gleichen Mist gebaut wie andere mit anderen Klassen. Und ja, dann bringt's klar. Auch nichts. Wenn die Leute an sich doof sind, dann bringt auch die beste Klasse nichts. Ja. Aber wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass sie damals einfach am Anfang over the top gewesen ist. Aber im Normalfall wirkt sich das doch im PvP aus. Genau. Ja, und wenn ich mit PvP so gesehen nichts am Hut habe, klar, wenn du dann was spielst, dann nervt's. Aber das hat man halt... Ja, sie war over the top. Und klar, sie musste ja irgendwo interessant sein, damit sie Leute auch spielen. Ja, und vom Stil her finde ich den Todesritter, fand ich, hat super gepasst damals. Das war halt eine gute Idee. Ich finde ihn an sich nicht ansprechend. Ja, ist egal. Aber es hat sich irgendwann auch reguliert und letzten Endes, es hält sich doch auch bis heute. Das heißt, oh, die Klasse ist OP, die Klasse ist OP. Das ist, je nachdem, von wem du gerade auf die Fresse bekommst, ist die Klasse OP. Wenn ich die Klasse versuche, selber zu spielen, merke ich erstmal, was du da trotzdem drücken musst, damit du einigermaßen Erfolg hast. Es ist vor allem so, dass dadurch, dass der Todesritter over the top war, haben ihn viele am Anfang gespielt und Blizzard hatte es nach knapp einem Jahr raus, den so hinzubalancen, dass er sich eingefügt hat, ohne dass er groß aufgefallen ist. Das genaue Gegenteil haben sie beim Mönch gemacht, eben weil sie Angst hatten, den Fehler nochmal zu machen. Die haben den am Anfang nur so, dass er maximal so gut ist wie alle anderen Klassen und auf Stufe 0 starten, nicht als Heldenklasse, damit der keine Vorteile hat. Als Folge dessen ist auch nach 2,5 Jahren der Mönch immer noch die am wenigsten gespielte Klasse, für die sich keiner interessiert und die meisten Leute sagen, der ist irgendwie weird, ich will ihn nicht im Raid haben. Ja, jetzt überlegt immer zum Beispiel bei den Challenge-Modes. Ja, genau. zum Beispiel bei den Challenge-Modes, wo der Mönch halt der Tank schlechthin war, wo ich kann es mir nicht merken, aber findet Daniel oder der Ken Öster, wer mit seinem Team da irgendwie durch mit 2,5 Minuten durch scharlachrote Kloster wird, wenn du die Dinge anschaust, die Videos. Da könnte ich auch sagen, okay, der Mönch ist einfach OP. Okay, einigen wir uns, die Hälfte von uns findet ihn doof, ein Viertel, naja, und einer nicht ganz so doof. Also klar, der Todesritter war am Anfang completely over the top. Ja. Mhm. Aber es gab noch mehrere Sachen, die Blizzard halt mit Lich King reingebracht hat, zum Beispiel auch die Phasing-Technologie. Die ist ja vielen Leuten am Anfang ziemlich auf den Sender gegangen, obwohl sie schönere Storytelling damit ermöglichen wollten. Das war ja zum Beispiel auch beim Lich King, beim Death Knight, ja. So dass du eben da dieses Phasing extrem hattest. Also wenn du dann angefangen hast und dann die Quest beendet hast, dann kamst du ins nächste Phasing und auf einmal sind 50 Mann um dich rum aufgeploppt, halt, die auch gerade die gleiche Quest machen und so. Das war schon ganz cool. Ja, in der Idee ganz cool, aber noch halt sehr unausgereift. Das hast du ja einfach gemerkt, dass sie da so ein paar Schritte zu weit gegangen sind. Das ist wie so ein bisschen so ein Pendeln. Ne? Sie brauchen immer eine Weile, um halt dann die gesunde Mitte halt zu erwischen. Aber es ist halt auch normal, dass man halt am Anfang auch gerne mal ein Extrem abgreift. Das ist witzig. Mich nervt es im Nachhinein mehr. Ja, bei mir ist jetzt so der Fall, dass ich sowieso nie ein Freund davon war, mit mehreren Leuten in der Gruppe zu questen, einfach weil ich keinen Bock hatte, da immer zu warten, bis der dann noch abgegeben hat und so weiter und so fort. Ich fand's während des Levels, fand ich's sau cool, wie du gemerkt hast, wie sich halt mit deinem persönlichen Progress dann auch die Welt anpasst und verändert. Fand ich total interessant. Es hat halt ein bisschen genervt, wenn du mal einen Kumpel mit dabei hattest, der dann plötzlich zwar auf der Karte direkt auf deiner Position war, aber einfach verschwunden ist, weil er den Fortschritt nicht hatte. Im Nachhinein regt es mich mehr auf, wenn ich mit einem Twink hinterhergehe, wie jetzt dem Mönch, und dann in Eiskrone bin und dann müsste ich erstmal die kompletten Quest reinmachen, um überhaupt den und den Händler zu sehen, weil der halt nicht freigeschalten ist.
Aber wie gesagt, es gibt noch ein paar Sachen mehr, die auch diskussionswürdig waren oder auch immer noch sind. Sie haben, ihr habt es gerade schon erwähnt, Naxxramas 2.0. Sie haben Marken-Overkill halt eingeführt. Nachher hat man ja, sag ich mal, fürs Einloggen schon 10 Frostmarken bekommen. Und Items wurden dann hinterhergeworfen. Die HC-Innis waren nachher nur noch 10 Minuten Speedruns mit einer Random-Gruppe und null Kommunikation. Der Tank pullt alle Trash-Mobs zusammen auf dem Weg zum nächsten Boss und die werden schnell mit Flächenschaden erledigt. Dann wird der Boss mal schnell runtergehackt und dann ist man wieder raus und macht die nächste HC. Ich weiß noch, ich bin damals beim ganz am Anfang bin ich beim Flickwerk Stitches, ja, bin ich eingeschlafen beim Tanken im Raid. Das haben wir halt, also ich bin halt dann irgendwie eine Stunde später aufgewacht und der Raid hat sich aufgelöst. Ja, unser Main-Tank ist eingeschlafen, super. Jetzt kommt aber das Aber. Trotzdem, trotz all dieser kleinen Schwächen und Sachen, die uns auch im Nachhinein nerven, sind extrem viele Leute über Monate und teils auch trotz Content-Flaunte am Ball geblieben. Natürlich, viele haben auf was gewartet? Ja, es kommt wieder. Richtig, ICC. Mhm. Das war das Ding, auf das halt die meisten gewartet haben. Und trotz all diesem Scheiß, trotz Daily, HC-Farming, geistlos, Daily-Quests machen, Marken sammeln, immer weiter gemacht haben. Und dann kam ICC. Hat das Ding denn dann eure Erwartungen erfüllt, ja, oder wart ihr, ja, da sogar enttäuscht? Ja. ICC war und ist einer, also war, hat als direkte Konkurrenz ein paar Monate vorher Ulua, was meiner Ansicht nach einer der stimmigsten, besten und coolsten Raids aller Zeiten ist. Deswegen ist es schwierig. Aber Eisgrund-Zitadelle ist trotzdem auch einer der stimmigsten und in sich coolsten Raids überhaupt. Also es ist eine unglaublich gute Mischung aus kleinen Trash-Events, die recht gut gemacht sind, auch wenn sie zwischenzeitlich ein bisschen nerven. Und die Bosse sind einfach alle Hammer. Ja. Also es gibt keinen einzigen Boss da drin, wo ich sage, das ist aber ein äußerst mieser Boss, den möchte ich nie wieder machen. Stimmt. Ja, das ist doch nur ein positives Fazit. Also interessant, oder? Es gab einen Hassboss, den habe ich wirklich gehasst und ich habe jedes Mal gezittert, weil ich einfach irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen zu doof dafür war. Das war halt Professor Seuchenmord heroisch im Progress. Das war so ätzend. Mit diesem Seuchen verteilen und oh Gott, ging mir das auf den Arsch. Aber im Vergleich zu den restlichen Erweiterungen und das, was ihr bisher gesehen habt, ist trotzdem ICC immer noch eure Lieblingsfinale oder gibt es da inzwischen auch schon Besseres? Final, Inni, Bauchgefühl jetzt. Style und atmosphärentechnisch fand ich es großartig. Und das allein dank Uldua und der ICC, da gibt es gar nichts. Ja. Da verzeihe ich auch gerne diesen Fehltritt mit der Prüfung des Kreuzfahrers, was an sich eine coole Idee war, aber halt einfach total miserabel umgesetzt. Dieses Bosse am Fließbandprinzip. Mhm. Aber vielleicht war das sogar mal wichtig, das so zu sehen. Weißt du, weil vorher bist du halt in der Instanz und dich nerven irgendwann diese Trash-Mobs, aber dann hast du auch mal gemerkt, dass es halt einfach dazugehört, um irgendwie wie eine Instanz zu wirken. Und ich persönlich fand die Einführung dieser ganzen Hard-Modes großartig. Was mir bis Uldua aber einfach deutlich besser gefallen hat, als es dann mit der Prüfung angefangen hat und auch in der ECC und wie es sich dann so fortgeführt hat. Ich fand es total klasse, dass du die Hard-Modes aktivieren musstest im Kampf. Sei es jetzt über diesen roten großen Button bei Mimiron oder sei es die Drachen bei Wiese. Satarion, je nachdem wie viele Drachen du am Anfang übrig lässt oder weghaust, ja, dass er dann schwerer wird, dass er anderen Loot droppt, wie bei was hat man denn, wo man im Kampf zum Beispiel, ja, der Deconstructor, ja, wo du dann einfach mal wirklich das Herz musstest du einmal komplett runterhauen und dann hat der Kampf von vorne angefangen und hat andere Fähigkeiten, das fand ich klasse, ja. Einfach nur dieses Umstellen, wir machen es jetzt heroisch, das fand ich ein bisschen. Es fand ich komisch. Bei dem anderen hat sich's einfach atmosphärisch besser eingefügt. Ja, so du machst jetzt das und das und dann snappt er halt einfach und dann geht's richtig ab. Ja, das oder ist dann halt vom Prinzip aus schwerer, wenn du das und das nicht machst, um dich irgendwie. Ja. Ganz, ganz simpel auch der eiserne Rat. Du hast drei Bosse und du triggerst den Hardmost, wenn du sie in der falschen Reihenfolge umbringst. Ja. Und dann hast du auch noch drei verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Fand ich super. Dann hast du einen Hardmode, einen Mini-Hardmode und einen Normal-Mode. Und das ist halt immer der Punkt, der sich bis heute auch irgendwo hält. Klar, der Naxxramas war geschenkt. Ja, auf der anderen Seite war es wirklich, glaube ich, das erste Mal für den Casual-Gamer auch, sich überhaupt mal irgendwo reinzutrauen und sich das anzuschauen. Ich glaube, die Entwickler haben sich auch sehr geärgert, dass halt diese nur 1-2% in Classic das Ding gesehen haben, weil sie haben ja viel Energie und haben sie auch jedes Liebe, Mal betont. Ja, genau, da investiert und sie wollten halt Naxxramas mehr Leuten zeigen. Und das verstehe ich schon. Ich kann das schon verstehen, ja? Und wenn du irgendwo einen Spielinhalt hast, der einfach von vornherein als sehr, sehr elitär gilt,
dann, und wenn du es dir selber nicht zutraust, ich wollte am Anfang auch nicht mit in die Raids, weil ich immer gedacht habe, boah, ich kann das nicht, ich bin da nicht gut genug, ich habe noch nicht genug Erfahrung, aber wenn du es nicht machst, dann kriegst du die Erfahrung nicht. Ja. Das war für mich der Grund, wieso ich zu Uldur aus meiner alten Gilde raus bin und das Angebot angenommen habe, bei einer Progress-Gilde mitzumachen. Das war anstrengend, aber ich habe es in erster Linie gemacht, weil ich wusste, da sind Spieler, die sind tausendmal besser als ich noch, und es war ein Segen für mich allein, in dem Fall ja auch jobtechnisch, weil ich sau viel gelernt habe. Du siehst es mit ganz anderen Augen. Und wenn du dann mal die ganzen Hard-Modes machst, seid mir nicht böse, bis heute ist es halt einfach nach wie vor ein Punkt im Spiel, der eben nicht jedem einfach geschenkt wird. Man muss halt einfach unterscheiden. Klar, der Normal-Mode und so weiter ist einfach zugänglicher, aber dafür sind verschiedene Schwierigkeitsgrade halt da. Aber kommen wir nochmal kurz zur Eisgrund-Zitadelle zurück, denn das Ding kam ja mit Patch 3.3 am 8.12.2009. Interessanterweise, die folgende Erweiterung, Cataclysm, die kam ungefähr ein Jahr später, und ich kenne unglaublich viele Leute, die trotzdem dabei geblieben sind. Es gab zwischendurch nochmal das Rubin-Sanktum, aber ich glaube, das hat die meisten Leute den Scheiß interessiert, auf Deutsch gesagt. Das Rubin-Sanktum, ja. Aber ICC war so geil, dass es halt ein Jahr lang bis Cataclysm gehalten hat und dafür auch für diese extrem hohen Spielerzahlen gesorgt hat. Denn mit Cataclysm gab es den Höchststand, den bisherigen. Habt von Helios vergessen. Ach. Helion. Hey, der war lustig, der war Hero. Das ist das Rubin-Sanktum. Ach so, ach, das ist ja das. Ah, jetzt halt, okay. Jedenfalls ja, über 12 Millionen Abonnenten mit Cataclysm. Das war so die High Tide, die bisher, der Höhepunkt. Cataclysm wurde am Anfang von vielen halt durchaus begrüßt, weil es wieder Dinge schwerer gemacht hat. Zumindest die HC-Indies waren am Anfang sehr anspruchsvoll. Die Raids auch, ja. Allerdings auch gleichzeitig damit ein sehr großes Whinen in den Foren. Ich kann mich erinnern, der Shitstorm, das war das erste Mal, dass es so einen richtig massiven Shitstorm Richtung Blizzard und WoW gab. Vollkommen zu Recht. Ja. Also es ist nichts dagegen, dass es schwierige Inhalte gibt, aber in BioTLK haben sie den Standard etabliert, wir machen schwierige Inhalte für Leute, die sie wirklich machen wollen mit den Hardmods, und wir machen einfache Inhalte, in die jeder rein kann, nämlich 10er Raids, die relativ gut machbar sind, wenn die Gruppe ein bisschen mitspielt. Und HCs in 10 Minuten. Heroic Innies. Ja, genau. Ja. Und dann setzt du, also nachdem du alle Leute zu einer Gratis-Party eingeladen hast, wartest du, bis alle drin sind, machst die Tür zu und sagst, so, jeder, der hier drin will, muss jetzt diese Flasche Wodka auf Ex auf und mir 10 Euro geben. Und das funktioniert einfach nicht, wenn du Leute zu einer kleinen Cocktailparty einlässt. Ja, vollkommen richtig. Was ist das Problem? Nein, aber also ich habe auch das Gefühl gehabt, man hat gemerkt, dass man mit Wrath of Lich King zu weit in das Casual-Lager gedriftet ist und hat dann zu stark dagegen gesteuert. Obwohl ich persönlich das grundlegend begrüßt habe, mir hat das Spaß gemacht. Und ich war auch dadurch natürlich enttäuscht, dass sie dann wieder zurückgerudert sind, wieder in die Casual-Ecke, und dadurch Cataclysm wieder dann deutlich leichter wurde. Es fehlte damals einfach dieser unglaublich einfache Schritt, den sie jetzt in WoD gemacht haben, einfach beide Lager zu bedienen und nicht versuchen, einen Weg zu gehen, der beide befriedigt. Das Käse. Ja. Du kannst nicht, wenn du x Leute hast, mit dem Weg Y alle zufriedenstellen, du brauchst auch x Wege. Ja. Ja. Ja, woran lag's? Also es gab ja auch die Zeit von Cataclysm, wo Jeff Kaplan dann vom Board ging, der langjährige Lead Designer oder einer der beiden, Tom Chilton und Jeff Kaplan, die waren ja lange Zeit die Doppelspitze in World of Warcraft, und der widmete sich ja dann neuen Aufgaben zu. Wie wir dann wussten, war es ja dann irgendwann dieses ominöse Projekt Titan, das ja vor einiger Zeit eingestellt wurde. Greg Ghostcrawler Street, der vorher schon natürlich am Start war, auch während Lich King schon, rückte weiter in den Vordergrund, und der wurde so ein bisschen zur Hassfigur für einige. Weil er sich halt hauptsächlich um Klassenbalancing gekümmert hat, und vielen Leuten ist das Klassenbalancing nie gut genug. Irgendwer ist immer gerade blöd und irgendwer ist immer zu stark, und meine Klasse ist sowieso immer zu schwach. Und wenn ich jemanden habe, den ich dafür ankacken kann, mache ich das. Ja, ja, das ist so. Auch was vielen Leuten sauer aufgestoßen ist, ist eigentlich, was heißt sauer aufgestoßen, das kann man nicht so formulieren, aber was im unbewusst missfiel, war eigentlich, mit Arthas hatten wir einen greifbaren Gegner, den wir halt aus Warcraft schon her kannten, und auf einmal zaubern sie diesen Todesschwinge daher. Wo kommt der auf einmal? War ja nicht eigentlich, man musste halt Warcraft 2 gespielt haben, dann kannte man Todesschwinge so gesehen auch schon, aber Todesschwinge ist einfach ein kacklangweiliger Charakter, der irgendwie zwar ab und zu mal aufgetaucht ist, aber in irgendwelchen Low-Level-Zonen, die du beim Twinken, wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du den auch nicht gesehen. Und Death Wing. Ja, und Krieg der Ahnen natürlich.
Habt ihr die Bücher überhaupt gelesen, die Trilogie Krieg der Ahnen? Nein. Wenn man die gelesen hat, dann ist Deathwing alias Todesschwinge ein interessanter Charakter. Aber nur dann. Ich hatte die Trilogie zufälligerweise gelesen, einige Jahre zuvor, und konnte damit halt sehr viel anfangen, während alle um mich herum so dieses WTF über dem Kopf hatten. Ne? Das ist aber das Problem, wenn du Storytelling outsourcest. Ja. Das darfst du nicht machen. Das, aber zweitens, er hat einfach so deplatziert gewirkt. Er hat mich immer nur genervt. Bei Arthas war es irgendwo, du hast auf dem Finale hingefiebert. Und Illidan an sich ist auch einfach ein cooler Charakter. Aber Todesschwinge ist halt ein Drache mit Metallen in der Fresse. Das ist und diese letzte, ich weiß nicht, ich kann es euch nicht sagen, was mich wirklich genau, aber ich fand dieses... Der Raid auf seinem Rücken. Ah, das ist der größte Scheiß ever gewesen. Die Drachenseele war... Aber also ich weiß, was ich dieses ganze, das Grimgleis-Depot, der Kampf auf dem Zug, so hätte der vielleicht aussehen müssen, ja, dass da ein bisschen mehr passiert, als dass du Wolkensprites im Hintergrund siehst. Aber ganz ehrlich, dieses ganze Cataclysm hat einfach von vorn bis hinten so zusammengeschustert gewirkt. Ja, also so irgendwie... Das große Problem... Nee. Ja, also das hat mich auch ziemlich gestört. Also ich habe ja dann auch Anfang die ersten Raids mitgemacht, dann kam Firelands. Da habe ich dann eine Pause gemacht sozusagen und dann kam ich halt wieder bei Drachenseele dazu und ich wollte unbedingt den Kampf von Deathwing sehen und und sehen und ihn bezwingen und das für so eine Naturgewalt, was Deathwing ja eigentlich war, so der stärkste Drache von allen und so, laut Story war es halt irgendwie stinkend langweilig. Das Problem war halt grundsätzlich erstmal die ersten zwei Raid-Tiers, ich fand die nicht schlecht. Also da waren gute Bosse drin. Atramedes, der blinde Drache mit diesen Solarsachen, der war super. Feuerlande, auch wenn es ein sehr kurzer Raid war, waren alles eigentlich total coole Bosse und eigentlich eine gute Inni. Das Problem war, es hatte alles nichts mit Todesschwinge zu tun. Es war das genaue Gegenteil des Arthas-Problems, das du angesprochen hast, das wird der K. Ja. Der hat sich nicht gemeldet. Der hat ab und zu in seinem Gebiet gekommen, hat da alles angezündet. Aber die coole Form von Todesschwinge, wo er nicht dieser große Drache ist, sondern so ein Darth Vader-like Typ mit Metallgebiss, die echt geil ausgesehen hätte, mit der man viel hätte machen können. Auch der Endkampf, dieses Tentakelgewust, ja. Das ist, ich hätte mir irgendwie trotzdem gewünscht, dass du wirklich gegen den Drachen kämpfst. Ich meine, der Schauplatz, wie kann man sowas denn an Epicness versauen? Ich meine, dieser riesige Mahlsturm, ich habe mich da echt drauf gefreut. Und was machst du? Du stehst auf vier Klötzen und kämpfst viermal gegen einen Kack-Tentakel. Geht's denn noch? Es wäre halt sogar noch cooler gewesen. Stellt euch das mal vor, wie cool wäre das gewesen? Stellt euch mal Fluch der Karibik vor, ja, wo diese Szene, wo sie da mit ihren Schiffen in diesem riesen Strudel umherfahren. Oh. Stell dir mal sowas vor, dass du da irgendwie, keine Ahnung, da wirklich in diesem Mahlstrom drin stehst oder sowas, wo du die Szenerie irgendwo nutzt und nicht, wo du auf einem Stück Felsen stehst, hinter dir jeweils ein anderer Drache. Es hätte also, ja schon gereicht. Flipper ohne Bahnen ist angenehmer. Und aber die Levelphase war ja cool mit diesem Mahlstrom. Ich fand schon die Levelphase, also die Levelphase an sich fand ich cool, aber es hat mich im Nachhinein schon genervt, dass da zerklüftet irgendwelche Gebiete irgendwo in die Welt gestanzt wurden und ich konnte genau die ganze Zeit fliegen. Also ich bin dann halt mal nach Uldum runter und habe da ein paar Quests gemacht in Sand mit irgendwelchen Flugelementaren und mit so Katzenmenschen und dann bin ich halt da wieder rausgeflogen, als ich fertig war. Auch das die ganzen neuen Modelle und Rassen, die sie im Grunde eingeführt haben, das war irgendwie... Mhm. Und dann, es ist so viel verschossenes Pulver gewesen. Hier, Uldum hier. Fand ich großartig. Wieso nicht mehr in dem Stil? Das Schattengebirge, Dingsbums da, die Ente, das letzte Gebiet, da sind überall Tentakel und du hörst was von einem alten Gott und irgendwie kriegst du auch von Leuten, die irgendwas erzählen mit, ja, das ist so ein Zott, das ist der alte Gott, der wohnt unter der Erde, deswegen sind wir übrigens auch in Vashir oder so, weil da ist auch irgendwas mit einem alten Gott und am Ende in den letzten Innis und im Raid sind auch Tentakel und die Generäle der alten Götter, aber es tritt keine Erscheinung, der ist halt in Todesschwinge drin. Ja, aber dafür haben wir dann Jaws. Aber jetzt bringe ich mal so ein gutes, altes, deutsches Standardargument, aber es war doch nicht alles schlecht. Ne? Sie hatten doch zum Beispiel, die alte Spielwelt teilweise wirklich geil überarbeitet, ist das schon kataklysmisch aus. Ne? Interessiert dich nicht, wenn du nicht twinkst. Warte. Wir hatten Phasing 2.0. Sie hatten viel gelernt daraus, wie man es in Lich King nicht machen muss und hatten es schon mal ein gutes Stück verbessert, auch wenn sie noch nicht perfekt waren. Ne? Haben sie die Goblins und Worgen als spielbare Fraktionen halt oder spielbare Völker halt eingebaut. Und das hat auch vielen Leuten unglaublich gut gefallen. Ja, ich bin ein Goblin. Mochte ich auch. Gebe ich zu. Also das ist jetzt, wo du es sagst. Also ich gebe zu, der Content bis Stufe 80, also alles, was ich davor schon mal gespielt hatte. 85. Nee. Ach so. Den Content von 80 bis 85 fand ich schon wieder nicht so gut. Aber den Content bis Stufe 80, also alles, was ich schon mal erlebt hatte,
War gut gemacht. Ich finde auch die Überarbeitung der alten Welt super. War dringend nötig, aber auch, großartig gemacht. Ich finde aber auch so ein bisschen dieses, ich sage jetzt mal die leicht angehauchte Epicness von dem Leveln von 80 bis 85 ganz cool. Ich auch. Also mir hat das Leveln Spaß gemacht bis 85. Natürlich macht's mir, also hat es mir nicht so viel Spaß gemacht wie die anderen, aber es war trotzdem okay. Also fand ich. Ich oute mich mal, ich fand Vashir optisch, wohlgemerkt, optisch eines der geilsten Gebiete nach wie vor, dass es gibt diese bunten Korallenriffs, dann hast du wieder düstere Stellen, wo du es dir richtig vorstellen kannst, dass du gerade ganz tief unten am Ozean bist. Allein die Tatsache, was ja glaube ich am Anfang keiner gecheckt hat, dass du in diesen Strudel reinschwimmen musst, um unten in den Instanz-Hub zu kommen. Aber ich habe ja auch. Aber ich bin danach, ich hab danach echt die Finger davon gelassen. Ne? Ja, aber das ist auch dieses Zerklüftete. Das, du merkst einfach, was es ausmacht, wenn du irgendwo fünf Gebiete hingekotzt hast, die zwar allesamt irgendwie schon ein bisschen was haben, null zusammenhängen. Du. Es war weder Fisch noch Fleisch. Das hat alles weder Hand noch Fuß gehabt. Interessanterweise. Mit Ketters Klism haben wir ja schon festgestellt, hatten sie ja den Spielerhöhepunkt erreicht mit über 12 Millionen. Und das wahrscheinlich jetzt der beiden Meinung nach auch die schlechteste Erweiterung. Ja. Das ist krass, oder? Das ist halt so einfach mal komplett abgefallen ist, also am Höhepunkt so. Bam. Ich sag immer noch, wer Cataclysm oder vor allem diese ganze Überarbeitung der alten Welt, die ja gut war, wäre das nicht im Grunde unter dem Anführungszeichen, Schlusszeichen, Deckmantel eines vollwertigen Add-ons mitgelaufen, dann wäre das wahrscheinlich alles halb so wild gewesen, aber es war halt ein Großteil des Contents, den du in diesem Add-on gehabt hast, und wenn du nicht twinkst, dann hattest du davon schlicht und ergreifend nichts, und alles, was dir dann geblieben ist, waren ein paar meiner Meinung nach unatmosphärische Raids, die irgendwie auch stilistisch irgendwie null zusammengepasst haben, und ich hatte das erste Mal, hatte ich das Gefühl, ich weiß gar nicht so richtig, wieso ich euch allen auf die Fresse gebe. Ja, das schon, und obwohl ich die ersten zwei Raid-Tiers mochte. Und das ist halt, auch wenn Arthas vielleicht ein bisschen oft vorkam, aber du wusstest, was das Feindbild ist. Ja. Aber? Das hast du auch jetzt wieder, selbst wenn ich die ganzen Ork-Clans nicht kenne. Lag es denn an dem, am Abgang von Kaplan? Was meint ihr persönlich? Lag es wirklich daran, dass der Mann gefehlt hat? Oder wäre es auch mit ihm alles so geworden? Nee, also das große Problem von Cataclysm war am Ende, dass sie keine Zeit hatten, großen Content zu designen. Ich glaube nicht, dass das an einem einzigen Mann hängt. Ja. Am Ende kamen die, also sie wussten ja schon, also nach einem halben Jahr wusstest du schon, aus diesem Add-on kriegst du nichts mehr raus, was die Spieler jetzt sagen, boah, wird das gut. Und dann hatten sie noch diese großen Unterwasserwelt hatten sie ja nochmal angekündigt. Wie hieß der damals? Abyssalmont. Die Abyssalmont, wo sie dann irgendwann gesagt haben, die war nicht so, wie wir uns die vorgestellt haben. Die machen wir jetzt weg, dafür machen wir jetzt direkt den Todesschwinger-Raid und dann kommt ein neues Addon. Also, ja, okay, dann kommt halt hier ein Todesschwinger-Raid. Und wenn du dir dann diesen Todesschwinger-Raid angeguckt hast, mit 7 Bossen, die inhaltlich kaum irgendwas miteinander zu tun hatten, mit teilweise verwurschtelten alten Content, wo du dann teilweise in der Malygos-Instanz zurückgeportet bist und dort eine Ork-Schamanin bekämpft hast, um irgendwas zu holen, wo du dich dann schon fragst, wenn das der Raid ist, den sie gut finden und rauszuhauen, wie beschissen war denn bitte die Abyssalmont? Ja, okay. Und das ist noch so ein Punkt, der mich an Cataclysm so richtig genervt hat. Dieses Recycling-Fest. Ja? Du hattest Onyxia am Anfang nochmal, diesmal als Zombie-Version, dann kommt Ragnaros. Und auch in der Drachenseele, ich meine auch die anderen Instanzen, prinzipiell von der Idee ganz nett, dass du dich nochmal irgendwo durch die Gebiete kämpfst, aber es hat mich so genervt. Es hat mich so genervt, wenn du dann schon wieder in der Drachenöde bist und dann kämpfst du dich die Drachenöde entlang zu dem Turm, den du auch schon in- und aus. Okay, und dann noch zweimal Trollinstanzen wieder aufkommen. Ja, das war ja der größte Witz. Also bevor ihr alle im Blutrausch Trollinstanzen, denk mal, weißt du, alles, was du an Content bekommst, ist auch noch wiederverwertet. Und dann auch noch als das super Ding angekündigt. So, really? Und Ragnaros hat jetzt Beine? Aber ernsthaft? Wenn du so einen Tiefpunkt erreicht hast, dann musst du eigentlich dann musst du den Karina MP wieder aus dem Dreck ziehen. Und dann kam ja die BlizzCon 2011. Und ich weiß noch, wir saßen alle zusammen, Nico, Johann und ich. Der Shorty, der schwamm damals noch im großen Teich, der war nicht auf der Welt. Eine ganze. Ja, wir saßen hier ein paar Räume weiter, abends hatten den Stream an, bei Bier, Pizza und sonstigen gesunden Dingen. Und haben so ähnlich. Der Ankündigung entgegengefiebert. Und dann kommen auf einmal Pandaren. Finde ich bis heute gut. Ich finde,
muss ich mich jetzt outen. Alles, was irgendjemand an Mists of Pandaria bemängeln kann, finde ich gut. Pandas sind gut. Mönche sind gut. Zusammengeschnittene Talentbäume sind der Hammer. Jeder, der sich die alten Talente zurückwünscht, ist verrückt. Das ist ehrlich. Das Einzige, was ich im Nachhinein als wirklich furchtbar empfand, und da muss ich auch jedem, Gelegenheitsspieler recht geben, das ist das, was am Anfang vielleicht eine nette Idee war, so von wegen, du kannst unendlich viele Dailies machen, ja. Das war einfach nur der Overkill. Und selbst das wäre nicht das große Problem gewesen, hätten sie die Dinge einfach nicht spielrelevant gemacht. Zum Beispiel, dass du bei der und der Fraktion auf respektvoll ehrfürchtig kommst, damit du die Zauberformeln für die Waffenverzauberung bekommst zum Beispiel. Das war halt einfach nur eine Gängelung. Und vor allem, wenn es dann auch noch so ewig dauert. Klar, du wurdest belohnt mit dem Epic, wenn du es durchgezogen hast, aber ich habe es gemerkt damals, als ich diesen Rufguide gemacht habe zum Anfang und ich habe, keine Ahnung wie viele Wochen lang, jeden Tag Minimum 4 Stunden gebraucht, um alle Dailies von den Fraktionen abzureißen. Und das tust du dir nicht an, wenn du Du musst über die ganzen Kontinente permanent reisen. Ja. Ne? Du bist ja der Reisende. Ich meine, du hast am Anfang, wenn du dann auch noch eine Wolkenschlange dazu bekommen hast, meinetwegen bei den Shadowpan und so weiter, aber es war ja auch irgendwie gefühlt kein Ende in Sicht. Und jetzt hast du, also ich meine, wie gesagt, das haben sie jetzt komplett raus. Sie haben ja in dem Falle haben sie aus ihren Fehlern gelernt. Aber ansonsten, ich fand es stilistisch sehr schön, aber gut. Muss man auch wieder dazu sagen, ist Geschmackssache, wer mit dem Asia-Setting nichts am Hut hat. Ich fand diese Schar, fand ich als Feinde großartig und super modelliert. Ich fand, dass viele von den Pandaren, Taranzu voran allen, ja, härtere Drecksäue waren als viele, die du zuvor hattest. Und ja, keine Ahnung, du bist halt in eine fremde Welt eingedrungen. Aber entfernen wir uns doch mal ganz kurz von diesen kleinen individuellen Dingen, sondern schauen mal auf das Gesamtkonstrukt, weil Cataclysm hatte ich den Eindruck, dass es ein Herzenswunsch der Entwickler war, die Welt zu überarbeiten. Und dass das bei denen im Vordergrund stand, dass sie einfach Bock hatten, nochmal an Artsort ranzugehen und da was zu machen, weil sie das inzwischen genervt hat, wie es aussieht. Und dann haben sie natürlich geguckt, was können wir jetzt noch dazu machen, damit es halt eine neue Erweiterung ist. Im Prinzip ist das also ein Kind aus der Entwicklungsabteilung. Während ich beim Mists of Pandaria ganz stark das Gefühl hatte, dass man geguckt hat, okay, die Fans sind sauer, was wollen denn die Fans? Und wie oft gab es diesen komischen Pandaren-Darsteller auf der BlizzCon, der da rumgelaufen ist, der Typ dann als hier dieser schwarze Panda-Heini da rumgelaufen ist? Wie hieß der noch? Shen Stormroy. Genau, der war doch auf jeder BlizzCon da. Und ich glaube, Blizzard hatte den Eindruck, das ist etwas, was einfach viele Fans unglaublich gerne haben möchten. Mhm. Und nachdem sie von Cataclysm enttäuscht gewesen sind, geben wir jetzt den Fans, was sie wollen. Und wir machen das halt mit den Pandaren, weil die sind alle geil drauf. Ich glaube, also Pandaren als Volk, ja. Aber ich glaube, dass sie schon gewusst haben, dass sie mit dem Asia-Setting im Ganzen ein bisschen anecken werden. Also so doof können sie nicht sein. Wenn ich eine Spielerschaft habe, die sich teilweise für das Spiel entschieden hat, wegen Orks vs. Humans. Ja, dann Kung Fu Panda. Ja, aber das war damals total hip, ne? Erinnerst du dich noch? Ja, ich mag Kung Fu Panda auch, sind zwei großartige Filme. Aber ich glaube, dass sie dieses Pandaria-Setting hauptsächlich gewählt haben, weil es komplett aus allem raus ist, was mit was anderem zu tun hat. Es hat nichts mit irgendwelchen Warcraft-Teilen zu tun, von Jen Stormbrawler abgesehen, der in Warcraft 3 vorkam. Es ist was komplett Neues auf dem eigenen Kontinent. Es ist ein großer Abenteuerurlaub, auf dem sie jetzt lauter coole Sachen ausprobieren können und verfeinern können, die wir jetzt in WoD haben, die der Grund sind, dass die Leute, die von nach BC oder WOTK aufgehört haben und jetzt wieder kommen, die reinkommen und sagen, boah, das ist aber cool, das ganze neue Zeug. Die Hälfte davon gab es nämlich schon in Mists of Pandaria. Da haben sie das angefangen und ausprobiert. Ich muss zugeben, also ich hatte ja auch immer ganz große Ressentiments, was Mob angeht. Ihr wisst ja noch meine Reaktion damals. Ich habe ja eher in die Chipstüte gekotzt, als mich gefroren. Nein. Drum haben die so komisch. Ich habe gedacht, wer hat denn die Guacamole in die Tüte? Der Tipp ist so komisch. Ein bitter. Ich konnte mit dem Pokémon Pet Battles kann ich bis heute nichts anfangen. Und dieses ganze Asia-Setting ist so in dieser niedlichen, bunten Form einfach nicht so mein Ding. Ich habe nichts gegen Samurai. Finde ich echt cool. Ich also, dass du Asia-Setting an sich blöd findest, finde ich okay. Aber niemand nicht kann. Generell blöd, aber dieses Bunte. Niemand kann Mists of Pandaria vorwerfen, dass es niedlich gewesen wäre. Und dann kommst du mir, du hast was gegen das Bunte und dir gefällt die Scherbenwelt. Sei mir nicht böse. Die komplette der Nethersturm ist lila. Ich weiß, das habe ich noch nie gemocht. Wow, furchtbar. Ja, aber das ist eher düster. Mists of Pandaria ist eher so hell. Weil die Sonne scheint. Ja, das Land. Guckt euch das Startvideo, guckt euch das Intro-Video zu Schlacht um Hokrima an, wo
Jarosch Höllschrei eine 40 cm breite Axt in die Brust von Taransu haut. Und ihn, Spoiler! Und ihn Nein! dann in einem großen See in die Luft jagt mit dem Herz ja. eines alten Gottes. Und das Erste, was wir machen, wenn wir in diesen Raid reingehen, ist, dass wir den Taransu, der sich anscheinend diese 40 cm breite Axt einfach mal so mit einer Hand aus der Brust gezogen hat, dass wir den ein bisschen verarzten, weil der ein bisschen blutet. Der braucht ein paar Minuten, bis er zum Endkampf wieder reinkommen kann. Also, wenn das niedlich ist, dann möchte ich nicht wissen, was du deinen Kindern vorliest. Du könntest ja mal probieren, ne? Dann schläfst du ein paar Nächte nicht. Nein, aber ich will doch gerade, ich war doch nur meine Vorbereitung. Du müsst doch wissen, was mein Startpunkt ist. Mittlerweile krieche ich ja auf den Knien und Armen nach Kalossa und bitte um Vergebung, weil ich habe ja Mopf jetzt auch gespielt in der Vergangenheit und ich habe es wirklich schätzen gelernt. Das mit dem Rufquesten, das, den Mist habe ich gar nicht erst mitgemacht, weil das hasse ich ja schon seit Burning Crusade. Aber nichtsdestotrotz, Flair, Erzählweise, Storytelling, das Einflechten der Videos, das gab es ja dann auch gegen Ende von Lich King schon so ein bisschen, aber das haben sie in Mob dann halt wirklich richtig gut gemacht. Und ich mag sogar die Pandaren als NPCs, weil ich sie irgendwo nett finde. Finde ich gut. Das Einzige, was mich an diesem Add-on stört, also ich habe selber nie viel gespielt, halt, weil ich auch dann keine Zeit hatte. Und ich habe auch nie geradet in Mob, aber ich habe halt PvP gemacht. Tom, aber diese Pet-Klasse. Mach weiter. Diese Pet-Battles. Ich meine, das ganze Asia-Setting gut und schön, aber hat man die Pokémon wirklich noch mit hinzufügen müssen? Wen stört's denn? Mich stört's nicht. Ich habe am Anfang, gebe ich dazu, ich habe den Kopf geschüttelt. Im Nachhinein habe ich irgendwann mal angefangen und es war echt, das hat süchtig gemacht. Und letzten Endes ist es genau sowas wie die Garnison. Es ist normalerweise was, dass du als Browserspiel wahrscheinlich so nicht mit der Hand anfassen mit der Kneifzange anfassen würdest, aber im Gesamtbild hast du halt einfach eine Beschäftigung und wenn es wie ist, wie Angeln, ja, während wir in Karasan an dem Flüsschen da gestanden sind und gewartet haben, dass die letzten... Ich muss wieder meine Anhänger checken, die sind bestimmt wieder zurück. Ja, ich will auch langsam wieder hoch. Kommen wir zum Schlusspunkt, also Mob, ich sag mal, zusammengefasst kann man sagen, sie haben wieder vieles gut gemacht, auch wenn das Thema und eine Menge Leute einfach nicht gefallen hat, so wie mir halt, die jetzt einfach nur in Vorbereitung zu Warlords of Draenor überhaupt wieder zurückgekommen sind und deswegen ein bisschen Mob gespielt hat. Ich kenne einige, die das so gemacht haben, ja. Oder die halt irgendwie zum Schluss, was ich nicht mehr länger ausgehalten haben, dann noch mal reingespielt haben. Ja, ich habe ohne WoW nicht ausgehalten. Aber man muss zugeben, es ist einfach eine sauber umgesetzte Erweiterung gewesen mit relativ wenigen Fehlern im Vergleich vor allem Cataclysm und meiner Meinung nach auch Wrath of the Lich King. Ich fand auch zum Beispiel das neue Weltboss-System großartig. Ja. Die Raids waren qualitativ hochwertig, die waren großartig. Thron des Donners hat mir seit Ulduar mit am besten gefallen. Den nutze ich auch einfach von der Atmosphäre her. Auch die Schlacht um Orgrimmar, wenn sie nicht so lang gewesen wäre. Aber es hat Spaß gemacht. Auch die ersten Raids. Auch die ersten Raids. Das Herz der Angst. Die Terrasse des endlosen Frühlings lassen wir mal außen vor, weil die ist im Prinzip wie eine Prüfung des Champions mit Wassergeistern und Drachen. Ja. Aber alles andere. An sich. Ja. Und ich sag, in MOP ist sehr, sehr vieles reine Geschmackssache gewesen und viele haben sich wahrscheinlich einfach an dem Setting gestört und ihren Unmut dann auch auf andere Sachen übertragen. Ich bin gleich fertig. Aber es sind so viele Neuerungen dabei gewesen, die einfach wirklich nur gut waren. Sowas wie die Talentbäume. Und jeder, der sagt, man hat damals mehr Freiheiten gehabt, Unsinn. Hat einfach eine verschleierte Idee der oder er hat halt nur für sich selber gespielt. Also wenn jemand rein Solo spielt, sehe ich ein, dass er in den alten Talentbäumen mehr Freiheit hat. Aber in dem Moment, wo du in einem Raid spielen wolltest und du wolltest kein Klotz am Bein sein, hast du eine von vielleicht zwei möglichen Skillungen gehabt. Genau. Richtig, da hast du deine Sweet Spots gehabt, die musstest du belegen, weil sonst war es halt für dich. Ich glaube, die meisten Punkte habe ich geändert, je nachdem, wie viel Trefferwert ich gerade hatte. Ja. Und das waren die fünf in den ersten Tiers. Genau. Schlusspunkt auf jeden Fall von Mr. Pandaria war ja die Schlacht um Orgrimmar. Du hast es ja gerade schon angerissen, Johann. Die hätte ich gern gespielt. Ich fand es war ein interessanter Twist, weil bisher war es ja immer so, wir haben irgendwo einen Endgegner gehabt, der Azeroth bedroht und auf den hat man mehr oder weniger hingekämpft, der ist mehr oder weniger in Erscheinung getreten. Diesmal hatten wir jemand aus den eigenen Reihen, der sozusagen die eigenen Leute verraten hat, der sich verändert hat, extremer geworden ist, Jarosch Höllschrei, wird zum neuen Endboss und muss besiegt werden. Fandet ihr den Twist gut oder habt ihr gesagt, nee? Das war kein Twist, das war abzusehen. Ja, natürlich, aber langfristig gesehen. Seit Lich King im Grunde, das ist in Cataclysm
war es dann halt wirklich absehbar, dass er voll hohl dreht mit seiner Atombombenschmeißerei. Also ein bisschen nimmt er so einen Werdegang ja wie Arthas, nur aus etwas anderer Motivation heraus. Aber ich finde es eigentlich nur den nächsten logischen Schritt, weil wenn du dir anguckst, was du in BC und WTK verheizt hast, in Classic auch schon, du hast Leute verheizt, die du aus den anderen Spielen kanntest. Die sind jetzt alle weg. Du hast kein Warcraft 4 mehr, das du nehmen könntest, um die Bosse rauszuziehen. Aber du hast 10 Jahre WoW, in denen auch ganz viel passiert ist. Warum solltest du die Leute nicht da rausziehen? Ja. Warum kann jetzt nicht zum Beispiel irgendein grüner oder roter Drache, der total sexy ist, jetzt nochmal ein Endboss werden? Ja, cool. Nee, ich finde genau das, was du sagst. Also ich finde, das ist auch eine Story-Entwicklung halt von diesem Spiel. Ne? Und mechanisch, also gut, und nochmal Schluss sein, eigentlich ist der Garrosh der Arthas der Horde. Ja. Kann man schon so sagen, ne? Ich weiß nicht, ob er ist ja nicht der typische gefallene Held. Nee, aber er ist halt, er war halt vorher schon Spinner und er denkt ja trotzdem in dem, dass er für sich das Richtige tut und für seine Horde, so wie er die Horde sieht. Du kannst ja nicht einen Held aus so einem klassischen Stammesorg machen. Du musst den schon so orkisch-heldisch machen. Ja. Wie halt zum Beispiel ein Klingonenheld nicht dasselbe ist wie ein Allianz. Selbst Arthas hat aber Sachen. Arthas hat selber so Sachen gemacht, wo er noch lang bevor er zum Lich King wurde, lang bevor er nach Nordend gegangen ist, hat er hier die ganze Bevölkerung von wie hieß es noch, war auch eine Instanz in Classic, wo man wo man Stratholm quasi abmetzelt. Das war die falsche Instanz. Und das ist der springende Punkt. Arthas hat solche Sachen auch schon gemacht, noch lange bevor er halt von ja, aber das war ja dann, halt das war ja auch im Grunde der erste Schritt, wo er gesnappt ist und dann wurde ja, dann ging es ja die Spirale einfach nur weiter bergab. Und ich meine, bei Garrosh war es ja letzten Endes, er hat ja irgendwo trotzdem gedacht, dass er seinen Idealen nach das Richtige tut für die Horde, um die Horde zu dem zu machen, was er eigentlich von der Horde erwartet. Ja, und wie er sein Bild von der Horde hat sozusagen. Und letzten Endes, wenn du dann natürlich auf deinem Weg nach immer mehr Macht dann auch noch an die falschen Mittelchen kommst, es ist wie einer, der gern pumpen gehen möchte, um seine Figur ein bisschen zu definieren und irgendwann bleibt er auf Steroiden hängen und hat halt irgendwie Nacktes so breites wie ich hoch. Ja. Dann auch nicht der richtige Weg, aber irgendwann hat man halt einfach mal so den Blick fürs Wesentliche verloren. Vieles Guten. Letzte Frage von mir an euch zu Mist of Pandaria und Sturm auf Orgrimmar. Hat es euch denn von der Spielmechanik mehr getaugt? Weil Cataclysm wurde ja ziemlich verrissen, der Kampf gegen Deathwing. Wie war es jetzt? Schlacht um Orgrimmar? Also Mist of Pandaria hatte auch, abgesehen von der Terrasse des endlosen Frühlings und selbst da waren die Bosse gut, keinen Raid, der wirklich schlecht war. Also auch die Mechaniken waren total gut. Kann ich leider nichts zu sagen. Ich habe viel PvP gemacht ab Cataclysm seit... Und vor allem, also der Endkampf gegen Garrosh ist tatsächlich so ein 15-Minuten-Monster mit vielen verschiedenen Phasen, wie ich es mir von einem Endboss eine Erweiterung wünsche. Ja. Okay. Wobei ich sage, der kam nicht annähernd an die Epicness eines Arthas. Nein, aber das liegt einfach an dem Frostthron als Dings als Setting und daran, dass der halt viele, viele Sachen gemacht hat, die seitdem sehr oft den Boss kämpfen. Ich glaube, das war auch streckenweise einfach, wenn du von der Optik her allein, was die Farben angeht, streckenweise. Das ist, wie es gestaltet ist. Du warst halt in einem Keller. Jetzt muss ich da nochmal einhaken. Schau, du hast gesagt, du hast viel PvP gespielt. Wie hat dir denn die PvP-Entwicklung? Wir haben es zuletzt, glaube ich, bei Burning Crusade angerissen. Bei Lich King gab es ja auch mal fiese Phasen mit One-Hit-Wandern, wo Krieger mit Zweihandschwert irgendwie alles umgelegt haben. Diese One-Hit-Wander, wenn ich mit einem Schamanen mit einem Windfury brauche, mit einer Zweihandwaffe, einen Death Warrior One-Hitte sozusagen, das hat halt auch keinen Spaß gemacht, weil... Mir schon. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich war Schamane. Aber wie hat sich denn entwickelt? Weil wir hatten zwischendurch auch... Arenen wurden ja mit Burning Crusade, glaube ich, schon eingeführt, oder? Ja, also es war ziemlich balanced, wenn du jetzt dann, ich habe ja RBG ein bisschen höher gespielt und da war eigentlich alles in Ordnung. Mr. Pandaria habe ich dann, wie gesagt, wenig gespielt, jetzt wieder zum Schluss ein bisschen, habe mir da mein Set gefarmt und kann leider nicht dazu sagen, ob das jetzt balanced war, weil ich dann halt nicht mit meiner PvP-Gilde irgendwie in RBGs unterwegs war oder in der Arena. Mhm. Also wie gesagt... Tja, das war Mist of Pandaria und dann kam jetzt am besten. Ja, 13. November 2014, Big Bang.
Ich glaube, etwas, was selbst Blizzard so nicht erwartet hat, weil sonst hätten sie vielleicht die Serverkapazitäten etwas stärker aufgerüstet. Aber wenn ich dran denke, an diesen Abend, als ich fand es gerade sehr, sehr, sehr interessant, wie wir vorgestern bei den Jungs von Blind Guardian waren. André hat da eigentlich was sehr Schönes gesagt. Was jetzt Information, genau. Wir waren, also du und Dirk, ihr wart bei Blind Guardian, Deutsche Metal Band aus Krefeld und ihr wart dort im Studio zu Besuch. Und die spielen ziemlich viel WoW. Also die spielen sau viel WoW, ja. Okay. André hat gemeint, er arbeitet gerade in seiner 5. Garnison und so what? André und Markus, ja, nee, war sau witzig, also super entspannte Leute und ich glaube, André hätte ja eigentlich um 19 Uhr weggemusst, wir standen um 9:30 immer noch bei denen im Studio in der Küche und haben gequatscht, das war super, also ich fand ein Argument sehr gut, weil die meisten Verkäufe waren ja, oder viele Verkäufe waren ja inzwischen trotzdem, sage ich mal, über digitalen Wege wahrscheinlich ablaufen. Also hätte man wahrscheinlich bei so viel mehr als 7,4 Millionen vielleicht doch etwas abschätzen können, dass da ein bisschen was kommt. Eigentlich schon, ja? Also ich habe mir das auch gedacht irgendwie. Tja, also ich gehörte zu diesen 20% glücklichen Menschen, die halt auf einem Low-Population-Server gespielt hat. Vorher Low-Population, der war jetzt gut gefüllt. Ich hatte einmal eine Wartezeit von 7 Minuten, das waren irgendwie 90 Leute. Und von daher, das war alles okay. Im Endeffekt war es aber dann doch für einen Großteil der Leute sehr, sehr holprig. Die haben extrem lange Warteschlangen von mehreren Stunden damit leben müssen. Es gab auch, selbst wenn sie auf den Server gekommen sind, enorme Lags, sodass gerade die Garnison nicht spielbar war. Auch andere Instanzserver haben rumgespackt. Also von daher, es hat sich so, das waren so wechselbare Gefühle nach dem Motto, spielerisch geil, technisch scheiße. Naja, die Leute wollten BC, dann kriegen sie das inklusive des verhunzten Head-on-Starts. Scheißegal. Das rundum sorglos Paket. Ja, das war, ich hab gestreamt an dem Abend, als der Release war, und ich hab's ja gesagt, also die Leute wollen's ja so. Also, wenn man, also, ich sag, ja, es hat genervt, vor allem auf dem vollen Server. Was mich ein bisschen noch mehr genervt hat, war, eigentlich hätte ich mich gerne von einem Kumpel auf einen sehr leeren Server einladen lassen wollen, was dank Real ID kein Problem ist, bloß dass dummerweise er trotzdem immer wieder auf Blackhand gelandet ist und ich verstehe es bis heute nicht. Ich kann dir sagen, warum. Warum? Ich habe inzwischen rausgefunden. Du wirst immer auf den Server desjenigen gezogen, der das höhere Level hat. Genau. Wenn ihr unterschiedliche Level habt. Ja, das haben wir nämlich auch sonst ausprobiert. Nämlich die Leute immer von irgendwelchen Stufe 85 Drinks oder so einladen würden. Oh Gott, was für ein Crap. Naja gut, hat sich das auch geklärt. Ist ja inzwischen auch wurscht. Und ich glaube so bis Samstag, Sonntag war es, wo du dann halt wirklich auch mal in der 3000er Warteschlange warst. Da habe ich mich am Sonntag, mittags um 12 eingeloggt. Ich glaube Samstagmittag habe ich mich um 12 eingeloggt und bin abends um 5:30 bin ich online gekommen. Und dann hatten sie es aber innerhalb von einem Tag, zumindest auf Blackhand, hatten sie es dann so gefixt. Ich bin am Sonntag bin ich aufgestanden, habe mir gedacht, okay, ich logge mich direkt mal ein, damit ich abends um 6 zocken kann. Und plötzlich war ich im Charaktermenü, wo ich mir gedacht habe, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das hat mich voll durcheinander gebracht. Und ja, waren Startschwierigkeiten, es war super ätzend. Jeder weiß, dass kein Add-on-Start reibungslos verläuft. Das war wahrscheinlich noch ein bisschen heftiger, als man selbst im Worst-Case-Szenario sich hat vorstellen können. Aber hey, wir haben freie Spielzeit bekommen. Das und so gesehen, ja, das Add-on haben wir auch so gesehen, ja. Ging es doch relativ fix. Dass es geregelt bekommen haben. Ich habe persönlich, weiß nicht, wie es mit anderen ist, inzwischen überhaupt kein Problem mehr. Ich denke nicht mal mehr groß inzwischen, dass es die nächsten Schwierigkeiten groß zum Raid-Start geben wird. Glaube ich inzwischen auch nicht. Und ey, ich finde, weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Zeit in WoW verbracht habe, dass ich echt heimkomme und sofort Bock hab zu zocken. Also genau. Bis so spät in die Nacht rein. Also ja, heute Nacht müssen wir auch zwingen aufzuhören. Ich muss mich heute früh zwingen aus dem Bett zu kommen, weil ich bis Ultimo online war und halt dann. Aber da habe ich zwei sehr energische Wecker daheim, die auch selbst laufend sind. Ich habe einen Wecker und dann höre ich oft nicht, weil die Katze drauf sitzt. Aber man muss auch sagen, mal unabhängig von diesen technischen Problemen, Blizzard hat es auch extrem geschickt angefangen. Ich glaube, die Begeisterung, als sie es letztes Jahr auf der BlizzCon vorgestellt haben, Warlords of Draenor, war nicht so groß. Nein. Es war ja so, naja, irgendwas mit Orks und dann mit Draenor, das ist aber komisch. Mhm. Und Zeitreisen, die keiner so richtig versteht. Ja, richtig. Genau. Und hier so dein eigenes Haus, so hier kannst du Housing machen. Genau. Wobei jetzt die Garnison mit konventionellem Housing zu viel zu tun hat, wie eine Runkelrübe mit dem Steak. Ja. Und dann kam dieser Cinematic Trailer im August, den sie vorgestellt haben, in diesem Kino irgendwo bei L.A. Und den hat sich die halbe Welt gefühlt angeschaut. Und ich weiß, die Gespräche danach im Teamspeak, alle waren so,
War der geil. Ja. Der war einfach geil. Und viele Leute, die halt auf dieses Orcs vs. Humans stehen, haben alle überlegt, müsste ich eigentlich doch wieder einsteigen. Und dann ging es wieder los, weil ich habe in der Friends-List unheimlich viele Leute online gesehen, die jahrelang nicht da waren. Mhm. Ja, ich habe auch Freunde, die waren 6 Jahre nicht mehr online. In WoW halt stand halt auch da und dann sehe ich die auf einmal online. Da habe ich gedacht, hey, der hat doch seinen Account nicht mehr. Ist der gehackt worden? Ja. Dann schreibe ich ihn an, hi. Ja, hi, ich bin zurückgekommen, ich spiele jetzt wieder WoW. Lass uns eine Gilde aufmachen. Und das haben sie nicht nur, dieser Cinematic Trailer war ja nur ein Schritt in die richtige Richtung, sondern sie haben es auch mit diesem Level 90 Boost genau die Leute an den eingepackt, die auf keinen Bock auf Cataclysm und oder Mr. Pandaria haben. Vor allem die, die, also zum Wohl für Neueinsteiger, als auch die, die halt einfach dann eine Pause machen, irgendwo noch einen stehen haben. Und vor allem, dass du halt den ersten geschenkt bekommst. Das ist halt auch der Grund. Lustig. Dass wenn du höher als Level 61 war es, glaube ich. Hast du die Berufe dazu bekommen? Also die meisten Leute, die früher gespielt haben, haben dann sogar noch einen Bonus dazu bekommen und haben ihre Berufe komplett auf. Also das ist schon, das haben sie echt, also spielerisch, inhaltlich haben sie es echt top hinbekommen. Auch die erste Stunde da, wo man durch den Dschungel hetzt. Und finde ich großartig. Nach wie vor selbst danach, beim 5. Mal. Sofort die Garnison, man hat sofort so eine Bindung zu der Spielwelt. Man steht halt nicht in dem seelenlosen Quest-Hub, wo man mit 20 Aufgaben erschlagen wird, sondern erstmal so langsam aber sicher eingeführt wird. Also von daher, wir sagen, bisher haben sie bei Warlords of Draenor unglaublich viel richtig gemacht. Du hast doch den kompletten Zwang raus irgendwo. Ja. Also du brauchst eigentlich so gesehen nichts. Es gibt dir immer einen kleinen Bonus, es ist nicht komplett spielentscheidend, aber und trotzdem bleibe ich nachts noch eine halbe Stunde länger wach, wenn ich die drei Leute nochmal auf eine Mission schicken kann. Klar. Vier wird. Die Dailies sind komplett im Grunde weg. Die eine, die du machst, also wer sich über die noch aufregt, der gehört eigentlich geohrfeigt. Ja. Und selbst das mit den Garnisonskampagnen und vor allem, dass du dann in den Gebieten sowieso, wenn du da oft genug bist und Monster bashst, dass du dann die Invasionen noch auslöst und dieses Wechselspiel, das dadurch entsteht. Und das ist klasse. Du hast immer was zu tun, bis sich blinkt hier wieder was auf, weil ein Anhänger von der Mission zurückkommt. Bonus-Objectives. Und super gut. Also, ich bin jetzt nur gespannt, wie lange diese Faszination jetzt anhält. Weil ich meine, früher konnte man sicher sein. Ich bin mal durch alle heroischen Instanzen durch, weil ich so viel anderes zu tun habe. Und es wird nicht. Klar, irgendwann hast du mal einen großen Batzen weg. Aber selbst dann denke ich mir oft, okay, dann machst du halt irgendwann mal mit dem Twink weiter, baust mit dem noch eine Garnison und machst die anderen Gebäude oder sowas. Ja. Ich glaub, die Zäsur wird jetzt einfach sein, wie es halt nach den Weihnachtsfeiertagen und inzwischen nach Neujahr sein wird. Nur weil da werden halt alle nochmal richtig viel spielen können, die sich die Zeit leisten können, aber das werden schon eine Menge Leute sein. Einfach mal die Raids ab. Ja, also das ist ja da. Wann geht's los? 3. Dezember. 3. Dezember, ja. Alles klar. Also von daher, es ist spannend, wie sich Warlords of Draenor und insbesondere natürlich WoW von hier an entwickelt. Die Zukunft ist wirklich offen. Es ist nicht mehr so vorhergezeichnet nach dem Motto, der langsame Verfall und alles ist schlimm. Sondern WoW hat eine Wiedergeburt eigentlich jetzt erlebt. Und vor allem auch grafisch, technisch durchaus nochmal zugelegt. Da darf man sich die Frage stellen, braucht es dann überhaupt noch ein WoW 2? Weil das haben ja viele über Jahre mal gesagt, irgendwann wird ein WoW 2 kommen. Ich habe noch nie ein WoW 2 gebraucht. Ich auch nicht. Wozu ein WoW 2? Man kann doch das jetzige verbessern, so wie es jetzt gemacht wurde und weiterführen. Das Problem wird immer sein, wenn du ein WoW 2 machst, splittest du deine Community, weil nicht alle mitziehen. Richtig. Und damit zersplitterst du auch alle Gilden. Also nicht alle Gilden, aber du wirst sehr, sehr viele Gilden einfach zersplitten. Und dann müssen sich die Leute neue Leute suchen und dann ist es aufgeteilt. Und es ist schon so ein bisschen so, als hast du ein eigentlich sehr gut restauriertes Haus, in dem du gut wohnen kannst, aber du möchtest jetzt unbedingt ein neues, aber du lässt deine Kinder zurück. Warum solltest du das machen? Wenn sie ausschlafen zu können in Ruhe und dass du keine weg. Ach so, ja, nein, das Kevin ist selbstsüchtig. Ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt 10 Jahre World of Warcraft hinter uns, also am 23. November war der Geburtstag. Auch. Und was ist in 10 Jahren? Sitzen wir dann vielleicht hier wieder in ähnlicher oder halt also doch deutlich anderer Runde? Sind und überlegen 10 Jahren, wenn ich vorher kein Herz kostet, kommt doch. No. 20 Jahre WoW ist durchaus denkbar. Ja. Bevor die Simpsons kamen, hat auch niemand irgendwie dran geglaubt, dass so eine bescheuerte Zeichentrickserie 25 Jahre läuft. Ja, South Park ist in der 17. Staffel. Das ist schon die 18. Doch nicht schlecht. Also, aber sind auch noch keine 25. Naja, aber also, trotzdem ist es ordentlich. Ja, hätte aber am Anfang aber auch keiner gedacht. Nein. Wie gesagt, halt auch dieses 10 Jahre WoW Special Event mit Molten Core Raiden ist ziemlich geil. Auch diese Süderstade. Also, er hat Süderstade gesagt. Verdammt! Ich gebe 5. Ah ja, also South Shore, also diese South Shore Fight. South Shore?
Saufshore. Also ich würde sagen, einen schönen Grüß nach Süderstade. Und wünsche ich uns allen nochmal schöne 10 Jahre in Azeroth, der Scherbenwelt, Draenor und wo auch immer wir uns noch, wo wir noch hingeführt werden in World of Warcraft. Damit verabschieden wir uns auf jeden Fall in unserem Sonderpodcast und wünschen euch noch einen schönen Tag. Loktar Ogar für meine die Allianz. Tschüss. Ciao. Adi.